Ich bin heute noch ein bisschen müde. Mal sehen, wie die Folge wird. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Gabi und Ollis Filmwelt. Sag einmal, da wollte ich dich nämlich gleich am Anfang kurz überlegen. Ist das jetzt die erste oder die zweite Staffel oder schon die dritte? Das ist, wenn wir es in Staffeln denken, dann ist das sozusagen die dritte Saison, würde ich sagen, in die wir jetzt starten. Aber weil die ersten zwei, drei oder vier Folgen waren sozusagen vor dem vorletzten Sommer. Dann ist es eigentlich jetzt die zweite Staffel. Ja. Aber die dritte Saison. Ja. Mensch, schon die zweite Staffel. Unglaublich, oder? Ich muss kurz was trinken. Ich habe es gerade schon in die andere Kamera gesagt. Ich bin heute noch ein bisschen müde. Oder auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen... Noch ein bisschen nicht so. Ich hatte gestern Premiere und es ist alles anders auch. Weißt du, wir sind jetzt wieder nur zu zweit. Was heißt wieder nur? Wir sind gar nicht so oft zu zweit nur. Wir hatten ja sonst wenigstens unsere zweite Kamerafrau. Aber die ist auch anderweitig beschäftigt. Ja, und muss hier irgendwelche Kinder wie unsere zusätzlichen Quiz- und Kamerakinder sind raus in die Welt. Ja, ja. Und deswegen sitzen wir jetzt wieder hier ganz alleine. Aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Aber wir haben Kuchen, wir haben ich will es jetzt nicht sagen, wie es heißt, obwohl man es lesen kann. Und wir haben eine Tüte voller Sachen, die wir erzählen können. Ich habe meinen Zettel jetzt irgendwo anders hingepackt. Der Olli, der hat eine Tüte voller Sachen, die er erzählen kann. Ich kann nur ganz wenig erzählen heute. Wo ist mein Zettel? Aber dafür habe ich... Ich weiß doch nicht, wo du deinen Zettel hin hast. Der war doch gerade noch da. Zettel. Oder dort. Schwupps, war er aus dem Bild raus. Und da ist er wieder. Wow. Ich habe meinen Zettel gefunden. Das ist so aufregend. So, das muss ja nicht immer 20 Uhr werden. Ja. Deswegen steigen wir heute direkt ein. In was? Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich auch erstmal sammeln. So, ich war im Kino, ganz am Anfang, ich habe mich sehr darauf gefreut und ich habe ich esse schon mal einen Kuchen. Den neuen Ninja Turtles Film gesehen, wo ich den Trailer auch schon ein, zwei Mal gezeigt habe. Hello! Also, genau, es ist jetzt nicht dein YouTube-Kanal, Benni, wir sind hier ein bisschen gesitteter. Ja, wir sind in den Ferien in Magdeburg und es ist Kinozeit. Wir gehen wie damals bei... Super Mario ins Kino. Und zwar wir sind der Papa Olli und ich, Benni. Und Lini. Und das Tollste ist, wir haben alle drei ein Turtle-T-Shirt an, weil wir nämlich heute die Ninja Turtles gucken werden. Und wir freuen uns, also ich freue mich schon sehr. Vor 30 Jahren etwa war ich zum ersten Mal im Kino in den Turtles, und zwar in Turtles 2, das Geheimnis des Us. Und ihr habt noch gar nicht Turtles im Kino geguckt. Und wir glauben, der Film könnte gut werden, weil die Trailer haben uns schon überzeugt, oder? Ich finde den Zeichenstil oder den Animationsstil ganz toll. Der holt mich total ab. Ich habe auch schon mal darüber geredet, dass ich die Figuren super finde. Und eigentlich haben wir uns schon darüber unterhalten. Und es kann eigentlich nicht wahnsinnig viel schief gehen, außer dass die Geschichte extrem langweilig wird. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, das könnten gute Turtles werden, oder? Mhm. Warum bist du denn heute dabei, Lini? Weil du auch Lust hast, die Turtles zu gucken? Oder nur wegen dem Popcorn? Nein. Okay. Lini, worauf freuen wir uns am meisten? Auf alles. Ich auch. Einfach eine gute Turtle-Zeit. Shredder wird nicht mitmachen, aber es wird wahnsinnig viele Mutanten geben. Und wir haben schon gesehen, wer da alles... Also wir kennen ganz viele... Gecko. Oh Gott, wie heißen die alle? Bebop, Rocksteady, Genghis Frog. Wenn ihr den Film selber gucken Manta wollt, dann wollen wir nicht zu viel spoilern. Nee. Ach nee, wir sind so eine Film-Dings für Spoilern unentwegt. Uns ist das egal. Also wir werden hinterher sagen, wie es uns gefallen hat. Jetzt gehen wir ab ins Kino. Cowabunga! Reaction! Gungala! Can I kick it? Yes, you can. So, der Film ist zu Ende und ich glaube, wir sind ganz angetan, Benni, oder? Und ich glaube, Lini findet es auch okay. 4000 Sterne! Also, von 4. Versuchen wir es ein bisschen zu strukturieren. Wir haben jetzt noch... Ganz kurz, es ist ein Film zum Inhalt. Es geht im Prinzip eigentlich darum, dass die vier Turtles, die halt als Babyschildkröten mutiert wurden, sich nach Akzeptanz, nach Anerkennung sehen. Und das ist eigentlich auch, sind das auch die Gründe oder auch die Antriebe von den scheinbar bösen Figuren. Ne? Eigentlich wollen alle nur akzeptiert werden. Und es geht ein bisschen darum, gegen
gegen Intoleranz, gegen Vorurteile, dass man denkt, alles, was anders ist, ist schlecht, ist böse. Oder, Benny? Das ist eigentlich so das, worum es geht. Und dann gibt es halt einen Bösewicht, der aber auch aus dem gleichen Antrieb die ganze Welt, alle Tiere mutieren will, um so die Menschen zu unterdrücken und dass die Mutanten über die Erde herrschen. Erinnert mich ein bisschen an die X-Men, wo auch Magneto immer möchte, dass die Mutanten herrschen und auch ein bisschen so an sowas wie Planet der Affen, wo sich sowas so umdreht, weil sie dann auch drüber nachdenken, ob sie die Menschen vielleicht zu Haustieren machen oder so. Aber, also die ganz so Einzelheiten der Geschichte sind nicht schlecht, aber was wir vorher gesagt haben, die, was noch schief gehen könnte, dass die Geschichte vielleicht langweilig ist, ich finde, das ist sie nicht. Fandet ihr die Geschichte gut? Ja. Nini nickt auch. Und sie war vor allen Dingen cool gemacht. Ich finde, das waren Turtles. Das waren richtig coole Turtles. Also ich bin sehr begeistert. Ich finde, das war ein richtig cool gemachter Turtle-Film. Die Turtles waren die Turtles. Ich habe in der Geschichte, so wie die war, finde ich, war die perfekt. Wie gesagt, nicht komplett was man noch nie gesehen hat. Aber es hat genau auf die Turtles gepasst. Dieses Maß zwischen, dass man die Wehmut spürt von den Schildkröten einfach zu den normalen Teenies. Die waren halt auch wirklich Teenies. Also sie waren echt noch Kinder so. Und dass man das spürt, dass sie eigentlich nur dazugehören wollen, was ja eigentlich alle wollen, ne? Wenn man merkt, man ist anders. Sie lernen ja dann April O'Neil kennen, die im Prinzip eigentlich dasselbe Problem hat wie die Turtles, nur als Mensch. Dass sie auch ein bisschen so ein Außenseiter ist und ausgelacht wurde und sich auch eigentlich nach Anerkennung sehnt. Und deswegen ist es auch so ein Film übers Heranwachsen, so ein Coming-of-Age-Film nennt man das. Und das sieht super cool aus. Ich finde, das funktioniert sehr gut mit dem Zeichenstil. Gerade wenn so Action ist und Explosionen sind oder Rauchwolken, dann sehen die immer nur aus, als wären die einfach nur mit einem Stift so und einem Buntstift so draufgemalt. Finde ich super. Ich finde die Musik super, die ist zwar manchmal auch ziemlich hart, aber auch wie früher in den alten Filmen, so viel Hip-Hop, so 80er Jahre. Am Anfang ist irgendjemand von den Turtles in ein Auto gegangen und da lief die Musik aus dem zweiten Turtle-Film von, wie heißt der? Vanilla Ice. Ja, es gab mehrere kleine Anspielungen. Der ganze Film wirkt ein bisschen sehr, sehr, sehr klassisch, Turtle-mäßig, so von der Atmosphäre, von der Musik her. Hat aber auch ganz viele Anspielungen auf moderne Sachen. Bennys Lieblingsband wurde erwähnt, als sie... BTS. Genau. Und ich finde, so wie die Geschichte jetzt war, wie der ganze Film war, habe ich den Shredder nicht vermisst. Weil für mich gehört der Shredder eigentlich zu den Turtles. Nichtsdestotrotz haben wir uns beide, glaube ich, sehr gefreut über den letzten Satz des Filmes, der da lautete: Bring mir den Shredder. Dann sah man so das Meer und dann sah man da so eine Hälfte von einem Typ eine Rüstung und dann, ja, war Donner. Es waren halt wahnsinnig viele Figuren, wahnsinnig viele Mutantenfiguren. Das kann man jetzt kritisieren, vielleicht, dass es zu viele waren und gar nicht jeder so zur Geltung kam. Ne? Also Leatherhead, Bebop Rocksteady, Ray Filet, Mondo Gecko, Ringnut. Frosch und Leatherhead waren... Die sind nicht so richtig zur Geltung gekommen. Ja, also, ne? Schade eigentlich, weil es waren eigentlich coole Figuren vom Ansatz, aber irgendwie auch cool, dass es im Endeffekt gar keine Bösen waren, ne? Die sind halt, haben ein bisschen zu dem Falschen gehört, der ihnen eingeredet hat, wir müssen so vorgehen und haben sich dann aber doch halt irgendwann... Ich weiß gar nicht, wie sie sich... Nicht böse waren. Ja, zumindest nicht, also sie waren eigentlich haben sie nie so richtig bekämpft, ne? Mhm. Die sind jetzt sogar alle zusammen eingezogen. Das ist sowieso, also der Film könnte jetzt auch so für sich stehen, der braucht theoretisch, bis auf diesen letzten Satz und dieses Ende, eigentlich keine Fortsetzung, weil am Ende haben die Turtles das geschafft, was sie kriegen wollten. Aber wir wollen nicht zu viel spoilern, obwohl wir es schon alles verraten haben. Ich finde den Film super cool. Ich freue mich doch vorhin gesagt. Wir spoilern eh immer. Ich freue mich sehr auf die DVD oder die Blu-ray, weil wir auch einmal auf Toilette mussten. Das heißt, wir haben noch eine Szene, die wir nicht gesehen haben. Nämlich genau, wo sich die scheinbar Bösen alle dann gegen ihren Chef gewandt haben. Und ich fand auch, ich habe mich auch sehr über Splinter gefreut. Erst dachte ich, da ist der Splinter wird so eine Mischung. Ein bisschen auch wie von den Rise of the TMNT Splinter, der immer nur zu Hause abhängt und so. Aber der hat dann eine coole Kampfszene gehabt. Und er wird ja gesprochen von Jackie Chan. Und ich fand diese Kampfszene, das wisst ihr jetzt vielleicht nicht, hat sehr viel gehabt, wie ich mir einen Jackie Chan Kampf vorstelle, wo er sehr coole Sachen aus der Umgebung mit einbaut, auf dem Stuhl und dann an der Wand lang. Und also das war so ein Jackie Chan Kampf. Wenn der Gabriel das sehen würde, würde das vielleicht bestätigen.
Also, wer nur ein bisschen was für die Turtles übrig hat, guckt euch diesen Film an. Er ist wirklich schön geworden. Er ist ein sehr, sehr toller, moderner Turtle-Film für die nächste Generation. Und es waren auch sehr viele andere Zuschauer da. Und es waren auch noch andere Leute im Kino. Okay, wir gehen zurück zur Filmwelt. Tschüss! Cool. Ja, und das hat mir so ein bisschen, deswegen mache ich jetzt sozusagen, Kino-Retrospektive ist das eine jetzt gewesen. Und jetzt gehe ich gleich nochmal in einen kleinen Rewatch und in Ollis Merchandise-Fan-Ecke rein, um das noch zu verfolgen. Was mich total gefreut hatte, was es seit den 90er Jahren nicht mehr gab, dass ich plötzlich im Urlaub in einen nicht näher nennbaren Supermarkt reinging und dann Pizza gekauft habe. Ah! Und das sind ja sogar, das sind sogar die alten. Also sie haben jetzt sozusagen, das kenne ich noch! Sie haben den Grund, dass es jetzt den Turtle-Film gibt, Merchandise rausgebracht, auch mit den alten Turtles aus den 80ern. Aber auch mit den neuen. Hier. Ne? Hier. Und da gab es wirklich, es war eine stinknormale Pizza, die war lecker, aber halt mit Turtles drauf. Ich fühlte mich wie in meiner Kindheit. Und es hat funktioniert. Weil die Werbeaktion hat funktioniert. Olli absolut. Hat sich deswegen diese Pizza gekauft. Und Gratulation an die Hersteller dieser Pizza. Und ich werde diese Pappen, habe ich extra jetzt quasi aus von der Ostsee mit hergebracht, um sie hier zu zeigen. Und ich werde die mir in irgendeinen Schrank reinhängen, sodass wenn ich den Schrank aufmache, ich denke, ach guck mal, eine Pizza. Die Pizza von damals. Und da war es achtlos zur Seite. Und wenn wir ganz beim Merchandise sehen, also die Turtles gibt es ja immer weiter, auch im Comic und sowas. Also es hat ja eigentlich nie so richtig aufgehört. Aber es gibt natürlich dann immer mal so neue Wellen, die dann durch eine neue Serie oder jetzt halt durch den Film losgetreten werden. Dass sie es zum Anlass genommen haben, zum Beispiel auch ein Turtle-Comic ins Deutsche zu übersetzen, was es sonst vielleicht ohne den Film jetzt nicht geschafft hätte. Das ist ein sehr besonderes, geiles Comic, was ich mir jetzt auch bestellt habe. Die Clara aus der Maske hat mich drauf gebracht, dass es das gibt, dass das besonders. Ich wusste immer schon, dass es diesen Titel, The Last Ronin, gibt, aber das Besondere daran ist, dass sich da sozusagen Kevin Eastman und Peter Laird, die Ursprungsväter der Turtles, halt nochmal zu einem Comic zusammengefunden haben. Also die haben irgendwann auch aufgehört, miteinander zu arbeiten. Ich glaube einfach, weil es durch war, so ein bisschen. Also sie beide zusammen. Aber gerade Kevin Eastman hat, glaube ich, immer weitergemacht und der war auch immer bei so einer neuen Turtles-Serie, Comic-Serie, die vor ein paar Jahren erschienen ist, hat er auch immer noch mitgearbeitet. Zusammen mit Tom Waltz oder Waltz oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, der die Geschichten geschrieben hat. Und da haben die jetzt ein Buch rausgebracht, was so dystopischer Turtle-Comic ist. Der spielt halt in einer sehr düsteren Zukunft und nur ein Turtle ist noch am Leben, nämlich The Last Ronin. Oh. Und du weißt, und er hat eine schwarze Augenbinde. Ich habe ihn mir auch direkt hier als Figur geholt. Vielleicht kannst du die mal kurz filmen, während ich weiter... Natürlich. Werte. Und er ist sozusagen der einzige Turtle, der noch übrig ist, hat eine schwarze Augenbinde und trägt so alle Waffen der anderen Turtles mit sich rum. Was halt auch ist... was dazu führt, dass du nicht weißt, wer es eigentlich ist. Mhm. Ja. Und du erfährst auch am Ende, nachdem er nämlich versucht, sich selbst umzubringen, weil er es nicht geschafft hat, sozusagen seine Familie zu rächen und ist ein bisschen resigniert, möchte sich selbst umbringen. Das misslingt allerdings und... dann erfährt man, weil er gefunden wird von einer alten April, die schon dachte, dass er auch tot wäre, wer er ist. Und rückwirkend sieht man dann auch, wie die anderen Turtles alle gestorben sind. Und es ist Leonardo. Es ist natürlich nicht Leonardo. Es ist der Turtle, bei dem es am meisten schmerzt, ehrlich gesagt. Weil Leonardo wäre klar. Leonardo als letzter Held ist immer schon der Anführer gewesen. Raphael ist der wilde Kämpfer. Es ist Michelangelo, der quasi immer der lustige Turtle war. Der ist sozusagen der... finstere, traurige, alt gewordene Turtle, der Kamikaze machen möchte. Oder Harakiri. Und das ist halt irgendwie, das ist cool. Ich hab's noch gar nicht komplett gelesen. Benny hat's gelesen. Ja. Und der kam irgendwann mal runter bei meiner Schwiegermama, als wir noch gefrühstückt haben, meinte, jetzt ist gerade Raffi gestorben. Oh! Und hat er ein bisschen geweint. Das war irgendwie süß. Ich meine, das ist aber auch traurig. Also, und dann hat Biene schon gemeint, vielleicht sollst du es lieber nicht angucken. Ich sage, aber es ist doch okay. Er liest eine Geschichte und sie berührt ihn. Und ist doch nicht schlimm. Also mit Gefühlen muss man ja umgehen können. Und ich finde, wenn man traurig ist, dass eine liebgewordene Figur dahin scheidet, dann darf man auch mal eine Träne vergießen. Das fand ich richtig cool. Also das mag ich und ich will es noch weiterlesen unbedingt. Habe es auch noch nicht so richtig geschafft. Und ich habe, als ich dann nämlich hier zurückkam, mit meinem großen Sohn, mich hingesetzt und einen Turtle-Tag gemacht. Das ist jetzt sozusagen der Rewatch-Teil. Und da haben wir nochmal die nicht so guten Michael Bay-Filme hintereinander weggeguckt. Ja. Die sind wirklich nicht besonders... Zwei. Das sind zwei. Ja. Die sind ich beide so, leider noch nicht gesehen. Das haben. Sind so ein bisschen so Guilty Pleasures. Ich weiß, die sind nicht gut und die sind von der Geschichte her Mumpitz und
Aber gerade der zweite, der hat halt noch sowas wie Bebop, Rocksteady und Krang mit dabei, die so an die alten Zeichentrickfilme erinnern. Und das ist wie eine ausgewalzte Folge-Episode von der damaligen Zeichentrickserie. Das macht irgendwie total keinen Sinn, was die und wie was und geht schnell und mit Ausrufern und Action-Szenen. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Und dann habe ich auch nochmal, als dann Benny noch dazu kam. Ich fand ja den Trailer damals von dem ersten Teil, fand ich ja eigentlich ganz amüsant, weil die halt so jugendliche, bisschen rappermäßig unterwegs die Turtles, waren. Die Turtles funktionieren an sich ganz, also charakterlich ganz gut. Das haben die gut hingekriegt. Die sehen halt, weil sie, glaube ich, sie anders machen wollten, die sehen halt aus wie vier Hulks. Die sind, eigentlich waren die Turtles nie riesig. Die Turtles waren ja, sogar schon ganz schön immer riesig. So 1,50, 1,60 wurden die mal so beschrieben. Und die sind halt über 2 Meter groß und kugelsicher fast und die sind halt wie ein Hulk. Das muss man nicht haben unbedingt. Und der Shredder funktioniert halt gar nicht. Der Shredder ist scheiße. In beiden. Mhm. Das ist, im ersten ist er wie ein, ist ja Michael Bay, ist wie so ein Shredder-Transformer, der halt voll elektronische Rüstung hat und so. Und im zweiten haben sie das dann ganz weggenommen und haben eigentlich einen Shredder, der die ganze Zeit nur ohne Helm ist und gar nicht kämpft, sondern nur. Und dann in dem Moment, wo er kämpfen würde, setzt seinen Helm auf, macht die Klingen kommen raus und er wird eingefroren und ist weg. Und dann denkst du, nein, das ist ja alles Kacke. Okay. Und dann habe ich aber mit meinen beiden Jungs noch den 1990er Turtle-Film geguckt. Und da habe ich wieder gemerkt, über den habe ich auch schon öfter mal geredet, dass das eigentlich wirklich jenseits auch vom Nostalgie-Flair wirklich die perfekte Turtle-Umsetzung ist. Der stimmt einfach, wenn man das auf Basis der Comics nimmt. Der ist einfach cool. Ich kann ihn immer wieder empfehlen. Der funktioniert diese Mischung zwischen Humor, wenn man ihn im Englischen guckt. Im Deutschen hat er ja diese Zoink-Bong-Bing-Geräusche und diese Zusatzsprüche, wenn man gerade nicht den Mund sieht. Das macht es ein bisschen wieder sehr doch in die kindlichere Richtung. Ansonsten aber, finde ich, kriegt er genau die Atmosphäre, dieses Düstere und auch doch auch dieses Martial Arts-mäßige. Die kämpfen, also das, was die kämpfen, ist nicht so spektakulär wie in dem Michael Bay-Film, aber es ist echt gemacht. Wo wir ich bin dankbar für alles, was analog ist und Handwerk ist, da sind halt Leute in einem Kostüm, die kämpfen. Die springen halt nicht 3 Meter weit, aber sie wissen, was sie da tun. Also, das hat mich, wie so ein bisschen so, war jetzt mein Turtle-Sommer-Event und du bist dran. Ich habe etwas gesehen, tatsächlich, das ist jetzt so der Kino auch, ne? Nein, ich wollte jetzt was anderes machen, einfach weil das weniger spektakulär ist. Und zwar, ich war wieder mal zu Hause in Augsburg und am Abend haben wir geguckt, was schauen wir uns an. Und ich habe durch Zufall gesehen, ein Remake von Agatha Christie's Mord im Orient Express. Und zwar jetzt nicht Kenneth Branagh irgendwas, sondern es gibt eine BBC-Serie, die heißt Agatha Christie's Poirot. Ah. Und da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es da schon gibt. Und da haben wir durch Zufall eben die Fassung von Mord im Orient Express gesehen. Hm. Ist ein TV-Film, so eine Serie quasi mit verschiedenen Filmen. Und obwohl es natürlich relativ low budget ist, hat mir das ziemlich gut gefallen. Also es geht nicht an das alte Original ran, weil die ist einfach wirklich toll gemacht, finde ich. Das alte Original habe ich ja schon mal vorgestellt. Aber ich war positiv überrascht und das ist jetzt so ein bisschen was, wo ich auch immer mal wieder dann eine Folge angucke. Die sind teilweise besser, teilweise schlechter. Aber ich fand das ganz schön. Ich war wirklich überrascht, weil ich nicht wusste, dass die gibt. Und ich muss sagen, ich fand den Poirot-Darsteller auch, der hat es schön gemacht. Ich kannte den nicht. Ich finde, der macht das aber ziemlich gut. Der hat so eine Macke. Ich weiß nicht, ob das im Originalroman so ist. Ich habe die ja tatsächlich nie gelesen. Ich kenne nur die Filme. Der redet immer von sich in der dritten Person. Poirot findet dies und das und so. Was ihn arrogant macht. Der ist ja auch ein bisschen ein arroganter Typ, aber ich fand das irgendwie so ein witziges... Ein bisschen Hulk. Hulk redet auch mal in der dritten Person von sich. So ein witziges Detail. Aber die Verfilmung hat uns gut gefallen. Wir haben dann noch einen anderen Teil gesehen, irgendwie 2-3 Tage später. Die großen 4 basiert, glaube ich, auch, oder basieren, glaube ich, alle auf Kurzgeschichten oder Geschichten von Agatha Christie. Der ist ziemlich mies. Also da habe ich echt so gedacht, oh, das ist aber jetzt sehr konstruiert. Aber auch von der Geschichte dann her schon, oder? Ja, da finde ich, das ist nicht die beste Geschichte. Da spielt der, oh Gott, was hat der noch gespielt? Da spielen nämlich relativ viel englische gute Schauspieler mit. Zum Beispiel Hugh Bonneville spielt in Mord im Orient Express mit, der den Vater, den Lord Grantham in Downton Abbey spielt zum Beispiel. Das sind ach, gute, Downton Abbey, ja. Gute englische Theater- und Filmschauspieler. Ja. Und da spielen mehrere so. Da gibt es so ein kleiner, rothaariger, älterer Herr, der auch in Harry Potter spielt. Simply Red, nein. Nee, der in
Harry Potter auch eine Figur spielt. Ich weiß bloß gerade nicht mehr welche. Also man kennt einige von den Schauspielern. Du wolltest jetzt gerade sagen, dass der Kenneth Branagh schon wieder einen neuen Poirot rausbringen wird. Ja. Ich war nämlich erstaunt. Ich habe den Trailer Und zwar oder die Vorankündigung gesehen. Aber einer, der, glaube ich, noch nicht verfilmt wurde. Also im Gegensatz jetzt zu den letzten zwei Filmen, wo er... Ich kannte den auch gar nicht. Die Geschichte, auf der er basiert, heißt anders. Der heißt jetzt, glaube ich, irgendwas Spuk in Venedig oder eine Geistergeschichte. Irgendwas, ich glaube, es spielt in Venedig und es hat so einen übersinnlichen Geister-Touch. Okay. Seance und sowas. Weißt du, wie die Originalgeschichte heißt? Weiß ich gerade nicht. Schade. Wo ist jetzt Recherche? Ah! Andi, du fehlst uns. Aber, red mal du mal ich weiter. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich finde es eigentlich vom Gedanken nicht blöd. Da machst du zuerst Tod auf dem Nil, machst, oder andersrum, wie rum war es jetzt? Tod auf dem Nil und dann Orient Express. Nee, ne? Orient Express. Zuerst war Orient Express, dann Tod auf dem Nil. Und wagst dann was Neues? Dann ist diese Figur und auch der Stil von Branagh etabliert und jetzt kannst du einen raushauen, wo die Leute die Geschichte noch nicht kennen. Das finde ich eine kluge Sache. Absolut. Aber dass es so knapp ist. Es ist nur die Frage, ob es gut ist. Also, ob's, also ich werde nicht sehen. Es ist ja, ich fand die ja, ich habe die ja beide gerne geguckt, haben wir ja schon drüber geredet, aber der Mord Orient Express hat mir noch besser gefallen als Tod auf dem Nil. Ja, mir auch. Und trotzdem, es ist immer eine Spur zu viel. Es ist mir eine Spur zu. Es scheitert wie fast immer bei Kenneth Branagh. Ich habe noch keinen Kenneth Branagh, glaube ich, gesehen, wo ich das uneingeschränkt hingenommen habe, diese Selbstinszenierung. Ja, das und, ist schwierig. Und es ist mir teilweise auch ein bisschen zu bunt. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Mir ist manchmal die Bilder ein bisschen zu pompös. Da hätte ich eine schöne Realaufnahme mehr gemocht als die 173 mal bearbeitete Aufnahme. A Haunting in Venice. A Haunting in Venice und hier steht adaptiert von Die Schneewittchenparty. Ah, da ist natürlich der deutsche Titel auch nicht so gut. Ja, aber also, das habe ich, glaube ich, erinnere ich mich sogar schon mal gehört. Die Schneewittchenparty. Ja. Hey, wir gucken den neuen Thriller. Die Schneewittchenparty. Eine Party ja, da für zwei Frauen und sieben Männer. Für eine Frau. Zwei Frauen. Doch, die böse Königin. Jetzt auf zwei Frauen? Die böse Königin. Ah ja. Ja, das lässt tief blicken. Oder? Eine Frau, sieben Männer und ein Apfel. Das könnte auch so ein Clip sein, der viral geht. So, witzig, eine Sache, die hier. Bist du fertig? Wir auch, wir sind auch witzig. Ich bin quasi durch. Also, gibt es in der Mediathek, das wollte ich noch sagen. In der ZDF oder ARD-Mediathek gibt es ein paar Teile zu gucken. Ich erwähne jetzt mal was ganz Verwegenes, was wir noch nie gemacht haben. Nämlich eine Reality-Show. Nein! Die, da muss ich ja gleich noch mein zweites Stück Kuchen essen. Nicht, weil sie wenn mega dich, geil. Wenn du dich nicht ranhältst, dann esse ich die anderen zwei auch noch. Hast du die selbst gemacht? Nein. Ja, nein. Nein, die Verzierung sagt mir, dass ich nicht selbst gemacht habe. Nein, ich habe nicht gekauft. Tut mir leid. Nee, esse ich dann, wenn du deinen nächsten Film vorstellst. Aber ich nehme es mir schon mal. Weil du hast recht, natürlich. Sonst ist es weg. Ist klar, weil wenn das so liegt, dann fresse ich das weg. Also eigentlich Reality-Serien oder wie heißt das? Reality, also Stars, also dieses Reality-Fernsehen ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt. Ich gucke manches davon, du nicht so sehr. Nee. Weil ich das manchmal, wenn man abends so hirnlos ein bisschen, ne, da mal Dschungelcamp oder so. Aber jetzt kommt eine Sache. Ich würde ja sehr gerne mal, ich schäme mich ein bisschen, aber es gibt doch, ich weiß nicht, wie das heißt, Love Island oder das andere ist Adam und Eva oder keine Ahnung was. Also ehrlich gesagt, ich gucke auch nicht alles. Ne? Ich weiß, es gibt Adam und Eva, das ist, wo sie nackt sind. Eben, das würde ich gerne mal sehen, weil ich wissen will, wie die das machen, dass man die dann immer nackt sieht oder nicht nackt sieht. Man sieht die nackt, glaube ich. Man sieht sie einfach. Immer. Ja. Weil in den Vorschau, wenn da so ein Trailer kommt, dann ist sie immer gepixelt. Ich glaube, man sieht die Pullermänner. Wahrscheinlich, weil es im Nachmittag die Das kann sein. Teaser kommt. Ich glaube, man sieht es. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht... Muss ich mir mal anschauen. Nicht ernsthaft geguckt. Ja. Um zu sehen, ob die das wirklich Aber es gibt tun. Dann eine Reality-Serie oder Sendung, die heißt Der Verräter. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Moderiert von Sonja Zietlow. Spielt in so einem französischen Chateau. Und okay, ja. Deswegen passt das. Es passt gerade so ein bisschen zu Agatha Christie. Deswegen erwähne ich es hier. Und es ist nämlich quasi die Sendungsform von dem Spiel Werwolf. Was ganz witzig ist. Also was ich wirklich eigentlich ganz weiß, ist, es ist... Wenn man gegen solche Sendungen was hat, dann wird man das jetzt vielleicht auch nicht lieben, aber... Aber es hat so ein bisschen andere Klasse, weil es nicht, erstmal sind nicht nur solche Vollhonks wie in Temptation, Entschuldigung, möchte es kein Temptation oder Love Island, wo ja quasi eigentlich wirklich nur noch
tätowierte Sunny Boys und Mädels irgendwie hingeschickt werden, die möglichst schnell übereinander herfallen sollen. Ja. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Die oft auch nicht über die größte Intelligenz verfügen. Vermute ich jetzt mal, ohne es gesehen zu haben. Und oft speisen sich dann alle anderen Reality-Formate genau aus diesen. Also die sind so sich eine selbstnährende Blase. Das ist eigentlich schlimm. Weil früher beim Dschungelcamp mussten sie ja noch anfangen mit Leuten, die mal wirklich was sind oder mal was waren. Irgendwie, in irgendeiner Form, ja, dass sie mal im Fernsehen bekannt geworden sind, weil sie mal was Vernünftiges gemacht haben oder auch was Unvernünftiges, aber egal. Jetzt muss man quasi nur einmal in so eine Sendung reinkommen, muss man einmal beim Bachelor gewesen sein, um dann in Nachfolgesendungen und dann ist man ein Reality-Star. Und hier bei der Sendung, weil sie vielleicht auch doch ein bisschen sagen, wir wollten ein gewisses Niveau oder man muss eine gewisse logische Schlussfolgerung, Intelligenz der Taktik haben sie halt wirklich mal wieder. Da ist Claude-Oliver Rudolph, das sind andere Schauspieler. Das sind, ist ein Sport. Den würde ich ja gerne mal wieder sehen, wie der inzwischen ausschaut. Habe ich ewig nicht gesehen. Er kommt extrem. Er hat irgendwas hatte mit der Nase. Also der hat der hat eine Kartoffelnase gekriegt, eine ganz krasse. Und vielleicht irgendwas. Ja, vielleicht sogar ist irgendeine Art Krankheit. Ich weiß es nicht genau. Es gibt doch diese berühmten Blumenkohlnasen. Sind das nicht Ohren? Die Boxer haben Blumenkohlohren. Stimmt, das sind die Blumenkohlohren. Das sind gar nicht die Nasen. Das sind die Zucchini-Nasen und die. Wisst ihr, woher ich Claude Oliver Rudolph kenne? Aus dem Boot. Nein, ich kenne ihn, also aus dem Boot kenne ich ihn auch, aber wirklich für mich präsent war er durch eine ZDF-Fernsehserie, Weihnachtsserie, Laura und Luis, die ich sehr, sehr gerne gesehen habe. Und da spielt er den Quarzo. Das ist den der Bösen wahrscheinlich. Böser Menschenhändler. Der kommt sehr locker und sympathisch rüber in der Sendung. Was interessant ist, weil ich gehört habe, Leute, die mit ihm schon gedreht haben beschrieben, also die ich kenne, die gesagt haben, das ist so ein Arschloch. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Keine Ahnung. Aber das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn man ihn selber nicht oder die Leute selber nicht kennenlernt aus zweiter Hand. Jetzt waren das Leute, auf deren Urteil ich eigentlich, also das, wo ich mir denke, das könnte auch stimmen, dass sie das so wahrnehmen. Man weiß ja nicht, aber wie viele dann, was sie sich gedreht haben, dann hat der vielleicht einfach einen schlechten Tag gehabt. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man manchmal einen Moment erwischt und man ist nicht immer ein Sonnenscheinchen und vielleicht ist das dann das, was repräsentativ übrig bleibt. Ja. Jedenfalls, da sind halt auch noch in der Sendung. Also noch, Claude, wir meinen das jetzt nicht böse. Ich kenne dich ja nicht. Hm? Da sind noch Sportler dabei. Also alles Leute, die, sag ich mal, bis auf eine Princess Charming, das ist quasi Bachelorette-Variante, die ein reines Streaming-Format war, also die zwar die homosexuelle Bachelor-Variante für Frauen. Aber wieso? Ach so, für Frauen, okay, ja. Okay. Und die ist sozusagen dadurch jetzt bekannt gewesen, aber sie ist auch Juristin. Also sie ist trotzdem... Er hat ein gewisses Niveau. Und die sind halt, das sind 16 Prominente gewesen und die kommen dann halt in so ein Schloss. Da wurden dann drei Verräter festgelegt von Sonja Zietlow. Quasi wie die Werwölfe? Wie die Werwölfe. Und dann müssen sie innerhalb der Sendung auch mal Aufgaben erledigen, weil sie dann da ein Preisgeld anheben. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann das Spiel wer wie gewonnen hat. Mhm. Wenn die Verräter übrig bleiben, irgendwie, wenn sie die Verräter nicht finden, hat gar keiner gewonnen, hat Biele mal gemeint, aber ich habe es noch nicht richtig verstanden. Und dann wird halt abends, treffen sich die Verräter und beschließen, wen sie quasi ermorden. Und am nächsten Morgen ist dann so ein Frühstück und dann sehen sie, wer nicht kommt. Ja. Bevor sie abends ins Bett gehen, müssen die dann in so einer Art runden Tisch beschließen, von wem sie glauben, wer der Verräter ist und wie sie verbannen wollen. Das machen die dann einmal am Tag. Genau. Und dann verbannen sie jemanden, dann steht er da und sagt, nee, ich war leider ein Loyaler, ich bin kein Verräter. Und dann denkst du, scheiße, jetzt ist der weg und tut mir leid. Und das ist, das hat, weil gerade dieses Werbespiel wird ja auch gerne mal in Schauspielerkreisen oder sowas gespielt, weil Schauspieler lügen, also wieso alle, die können das ja. Ja, und, ja. Ich finde das unterhaltsam. Und deswegen wollte ich das mal anbringen. Also das ist eine witzige, es ist natürlich trotzdem, es ist RTL und man kann es auch auf RTL Plus sehen. Aber es läuft auch regulär seit letzten Mittwoch, glaube ich, im Fernsehen. Jeden Mittwoch eine Folge. Und es wird trotzdem aufgebauscht. Ich finde auch die Termini, dass man irgendwie sagt, der ist ermordet oder der ist tot, das ist ein bisschen übertrieben. Ich denke, das ist ein Spiel. Und immer von ermordet zu reden, macht so ein bisschen so, ihr könnt ja auch einfach vom Opfer reden oder so. Das finde ich so ein bisschen, manchmal wird es sehr aufgebauscht. Dann war das eine Spiel, war sogar, dass sie quasi auf der Beerdigung von dem einen waren, der raus ist und dann da irgendwelche Aufgaben erfüllen mussten. Das ist manchmal so ein bisschen RTL-typisch dann noch hochgeputscht. Aber ansonsten... Das klingt ganz nett. Fand ich das mal im Rahmen dessen ganzen, den ganzen Müll, der so kommt an Reality-Serien, fand ich das ganz witzig. Das ist ja jetzt quasi nicht nur Gabi und Ollis Filmwelt, jetzt haben wir auch noch Gabi und Ollis Fernsehwelt.
Absolut. Mit reingezogen. Ich mit meinem TV-Film und du mit deiner Reality. Na gut, aber wir haben du hast immer schon was aus der Bibliothek auch vorgestellt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wir sind einfach so vielseitig. Wenn du möchtest, ja. Kannst du jetzt deinen Filmbeitrag anteasern. Dann hätte ich nämlich danach noch einen Film, der ein bisschen dazu passt. Der dazu passt. Dann mache ich das doch einfach mal. Ihr Lieben, ich war im Urlaub zweimal unterwegs bei Dingen oder bei Ausstellungen, kann man so sagen, beides Ausstellungen, die mit Filmen zu tun haben. Und ich habe zu beiden einen kleinen Film geschnitten. Hast du sehr schön gemacht. Mit einer fetzigen Musik und so. Ja, ja. Ist ja auch mal schön, wenn mal was fremdgeschnitten ist. Dann bringt das den anderen... Das stimmt, total. Ja. Dachte ich mir auch. Deswegen habe ich es auch selber geschnitten und dir nicht das Material geschickt. Sondern ich habe mir gedacht, ich mache das einfach selber. Obwohl ich ja sonst nichts zu tun habe. Ja, im Gegensatz zu mir, der ich ja wahnsinnig viel proben musste. Ja, ist klar. Das ist lecker, der Kuh. Das ist gut, ne? Jedenfalls war ich in München mit meiner Schwester und mit meiner Nichte und mit einem der zwei Neffen. Und wir haben uns die 100 Jahre Disney-Ausstellung angeschaut, die sehr groß angeworben oder beworben wurde. Und ja, wie das war, das seht ihr jetzt. Okay. Läuft's? Woran erkenne ich das? Da steht oben, ist rot. Ich sehe nicht, ob es rot ist. Ist es rot? Nee. Okay, warte, jetzt, da leuchtet es rot. Ja. Okay, jetzt leuchtet es. Leuchtet es. Ja. Liebe Filmweltfreunde, heute sind wir mal wieder mal sozusagen on location und wir gehen heute in eine Disney-Ausstellung. Hörst du auf? Eine 100 Jahre Disney-Ausstellung. Und da soll es auch zum Beispiel den Griff eines Lichtschwertes geben, sagte meine Schwester, die da gerade eben auch im Bild war. Der Philipp, der ja oft auch kommentiert, ist jetzt leider nicht da, der ist gerade weggefahren. Dumm gelaufen. Das Ausstellungsereignis des Jahres, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Da gehen wir jetzt hin. Bevor Walt Disney mit Mickey Mouse so richtig berühmt wurde, hat er auch schon andere kleine Filme gezeichnet. Und zwar mit Oswald, dem lustigen Hasen, den sehen wir hier. Und jetzt gleich sehen wir auch noch eine sehr frühe Zeichnung von ihm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, dann wurde er aber natürlich mit Mickey Mouse weltberühmt. Und das hier ist die früheste, bekannteste Zeichnung, die erhalten ist. Mir sehr gut gefallen. Und hier sehen wir noch eine Zeichnung zu Steamboat Willie. Das war ja, glaube ich, so der erste Film mit Mickey Mouse fürs Kino. Was wir hier sehen, ist ein Kostüm einer Tänzerin für Schneewittchen. Es wurden nämlich Tanzszenen real gefilmt in einem Kostüm, die wiederum als Referenzvorlage für die Zeichner dienten. Und hier sehen wir noch hübsche Zeichnungen von Schneewittchen. Und hier kommen wir auch gleich schon zu Mary Poppins. Okay, das ist mein Lieblingsschwert, aber der Schwert. Mary Poppins! Ja, auf dem Pferd ist Dick Van Dyke geritten. Und hier sind wir schon wieder bei dem nächsten Film, nämlich Winnie Pooh. Das sind Zeichnungen. Und hier, ich fand das wirklich beeindruckend. Ariel, das ist schon toll gezeichnet, mit wenigen Strichen. Und hier ein Kostüm. Ich glaube, das ist entweder auch wieder eine Referenzvorlage oder es ist ein Kostüm vom Musical. Hier Elliot das Schmunzelmonster. Damit die Zeichner die Figuren gut zeichnen können, haben sie davon Modelle angefertigt vorher. Dann können die sich gut angucken, wie die Figur wirklich aussieht von allen Seiten. Und hier zum Beispiel Richter Doom aus Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Hier ein Originalkostüm aus dem neuesten Film mit den Dalmatinern Cruella. Pirates of the Caribbean. Das ist ein Kostüm, das Keira Knightley getragen hat. Ich war erstaunt, denn die ist doch relativ klein. Also kann man von diesem Kostüm ableiten. Das gilt nicht für diesen Herrn hier. Das ist nämlich das Kostüm von, wenn ich mich nicht irre, Dwayne The Rock Johnson aus Jungle Cruise. Und der war nur wirklich ziemlich groß. Jetzt natürlich die absoluten Highlights für meine Schwester. Das ist etwas von Han Solo. Und hier diese gleich sehr unscharfe Figur, kennen wir auch.
wohnt auch bei Olli? Das war natürlich ein absolutes Highlight. Ja, Lichtschwertgriff. Sieht auch ein bisschen zusammengebastelt aus, ehrlich gesagt. Wenn man das so aus der Nähe sieht. Aber war schon toll, sowas mal in echt zu sehen. Hier Iron Man und Captain America. Das ist jetzt was, worüber sich vielleicht die Biene auch freuen würde. Ein Originalkostüm aus Verwünscht. Eine Zeichnung vom Dschungelbuch, Baloo der Bär. Den Film kennen wahrscheinlich viele jüngere Zuschauer gar nicht mehr. Die Wüste lebt, aber der hat einen Oscar bekommen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Da kann man sozusagen sehen, wie dieser, ja, fast schon dreidimensionale Effekt erzeugt werden kann durch hintereinander gestellte Bilder. Das ist jetzt etwas aus der Entwicklung des Parks. Da gibt es ja eben Fluch der Karibik als Attraktion und da sind eben so Roboter, die sich bewegen. Und das war einer davon. Hexe und der Zauberer. Den Film habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Aber hier ein Originalhaken. Den Film habe ich leider auch noch nicht gesehen, obwohl ich ihn mir schon mal ausgeliehen habe vom Olli. Ja, das war echt beeindruckend. Ach so, dann bist du aber nicht mehr so drauf. Okay. Ist egal. Läuft. Ja, ja. So, also wir waren jetzt hier in dieser Ausstellung und befinden uns wieder am Ende. Was sagst du dazu? 40 Stunden. Sie ist sehr stumm. Wir machen draußen eine Zusammenfassung. Sie ist, glaube ich, eingeschüchtert. So, ihr lieben Zuseher, wir sind wieder draußen oder Zusehende. Wir sind wieder draußen aus der Ausstellung und ich muss sagen, es war insgesamt sehr schön, hat mir gut gefallen. Ich hätte mir ein paar mehr Exponate gewünscht, muss ich ganz offen zugeben. Ich hätte mir auch einen etwas geringeren Preis gewünscht, vor allem im Shop. Die haben wohl eine Vollmeise. Für solche Kinder-Yoda-Ohren wollen die 20 Euro haben. Und für einen Pulli, wo Werbung für ihre eigene Ausstellung... Werbung für die eigene Ausstellung drauf ist, kosten 70 Euro. Die spinnen ja wohl. Ja. So. Aber es war eine hübsche Sache und vor allem hat meine liebe Schwester das Lichtschwert sehen können. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir hergefahren sind. Leider war vom Schwarzen Loch nichts drin, also jedenfalls keine Exponate, nur Bilder. Aber auch ehrlich gesagt nur Bild von dem Soundtrack-Cover. Und von dem kleinen Roboter eine Filmaufnahme, aber gut, die Filmaufnahme habe ich auch zu Hause. Ich dachte, es wäre vielleicht der kleine Roboter drin, aber er war nicht drin. Trotzdem war es ein lohnender Besuch. Was sagst du, Johanna? Ja, der Lichtschwertgriff war gigantisch. Ich habe ihn mir gleich dreimal angeschaut. Ja. Vor allem nach Felix. Und ich, und es waren tolle Sachen mit Star Wars auch da. Und wie? Es waren sehr tolle Sachen, sogar ein paar von den vielen Sachen, die wir nicht spannend vielleicht halt. Vielleicht durfte ich die sogar schon ansehen, ich weiß nicht. Weil der Park noch nicht. Aber die waren nicht gezeigt, denn es ist kein Disney. Also nur Disney wurde gezeigt. Ja, wie man sieht, mein lieber Neffe Hallo. Felix kann schnell und undeutlich sprechen. Ja, sehr schön. Ich habe mich besonders gefreut, mal Teile deiner Familie zu sehen. Ja, ist auch mal witzig, oder? Genau. Ich fand es sehr lustig, wie mein Neffe unglaublich schnell und unverständlich sprechen kann. Ich habe kurz überlegt, ob ich das drin lasse, weil es ist ja auch ein bisschen gemein, weil er... Aber meine Kinder wollen ja auch hier schon... Zu verstehen. Mich nicht sagen vorgeführt, aber... ich fand es ja auch lustig. Durften ja auch schon mitmachen, vielleicht ist ihnen das in 10 Jahren auch peinlich. Vielleicht, vielleicht. Ich möchte noch zusammenfassend sagen dazu, was ich jetzt nicht im Film, oder habe ich glaube ich im Film jetzt auch schon gesagt, aber... Das sieht sehr teures Merchandise, doch, das hast du ja gesagt. Das Merchandising, ja, das war wirklich vollkommen absurd teuer, also da fasst man sich nur an den Kopf. Ich hätte jetzt das Buch mitbringen können, habe ich vergessen, weil ich habe mir das Ausstellungsbuch tatsächlich gekauft, obwohl es sehr teuer war. Nee, ich fand einfach, es war eine schöne Ausstellung, eine schöne kleine Ausstellung, muss man sagen.
Und das steht aber im starken Gegensatz zu dem Eintrittspreis und der Art, wie es beworben wurde. Mhm. Klar, die wollen natürlich Leute ranziehen und Disney. Aber wenn und du jetzt sagst, einfach sympathische Ausstellung, 5 Euro wäre okay. Und nicht. Ja, man hätte auch 15 verlangen können. Wie viel haben sie denn verlangt? Ich glaube, oh Gott, was haben wir jetzt gezahlt? Ihr habt mehr als 15 Euro über bezahlt? 20 Euro oder so. Ach du Scheiße. Ich glaube, 26 Euro oder so. Da war kommst du ja schon fast in Disneyland rein. Das war schon teuer. Ich glaube, also ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber es war wirklich relativ teuer. Und da mit 4-5 Leuten, dann bist du ein 100er los. Ja, ja. Ach du Scheiße. Ja, ja. Also du müsstest eigentlich ein paar Yoda-Ohren direkt an. Eigentlich geschenkt bekommen. Absolut. Finde ich auch. Liebe Disney-Hersteller. Aber Disney muss halt gucken, wo es bleibt, ja. Wo sie das Geld herkriegen, damit sie weiter so schöne neue Filmprojekte verwirklichen können, nämlich dass sie alles in Real verfilmen, was sie schon mal als Zeichentrick hatten. Was sie sowieso schon hatten. Womit ich jetzt eine brillante Überleitung gemacht habe zu dem Film, den ich jetzt noch gesehen habe, nämlich Ariel. Ah, du hast ihn gesehen? Ich habe jetzt Ariel gesehen, ja. Ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass der schon raus ist. Der war wirklich wieder im Kino, ne? Aber jetzt ist er auf Disney Plus und, wie das nicht mal mitbekommen, dass er im Kino ist? Nee, habe ich also, dass er schon wirklich da war? Ich habe den Trailer mal gesehen, aber dass er schon im Kino raus war, habe ich nicht mitbekommen. Ah, okay. Ariel. Ja, kann man gucken. Ich finde, es ist so ein Grundproblem, ne? Diese Grundproblematik von, wir machen unsere Filme alle nochmal neu. Ja. Braucht man das? Braucht man es nicht? Wenn man erstmal sagt, okay, ich sehe es mal wie eine Theaterinszenierung, wie eine andere Sicht auf den Film, dann kann man das, also kann man sich dem eine Chance gibt, dann hat der Film durchaus nette Aspekte. Es bleibt immer der Gedanke von, brauche ich das jetzt? Aber es ist auch immer, es ist natürlich, der andere Film ist, von wann ist der, von 91 oder sowas? Mhm. Also es ist weiß nicht, aber es ist 30 lange Jahre her. Über 30 Jahre und ich merke das zum Beispiel bei meiner Tochter, die sagt manchmal, in manchen Filmen gibt sie keine Chance, der sieht zu alt aus. Und die guckt dann zum Beispiel diese Filme, die mag auch Aladdin mehr in der neuen Verfilmung als in der Zeichentrickfilm. Weil die halt, das ist jetzt der Film ihrer Generation. Also insofern muss man denen vielleicht eine Chance geben oder sagen, dann ist das dafür berechtigt. Ändert nichts daran, dass du das Gefühl hast, vielleicht müssten sie sich für jedes Projekt in sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und mehr Ressourcen, mehr Qualität auf die. Also die haben ja, der ist ja unglaublich digital. Ja. Diese ganze Unterwasserwelt ist alles digital und die funktioniert auch nicht gut. Das habe ich im Vorfeld schon gehört und das ist natürlich auch mal schwer, mit so Vorschussgedanken in so einen Film reinzugehen. Aber ich muss das auch bestätigen, dass die Unterwasserwelt zwar theoretisch, du siehst, die ist theoretisch schön gemacht, realistisch oder praktisch nehme ich sie aber einfach nur als großes, unwirkliches Ding wahr. Und die Mensch oder die menschlichen Charaktere da drin, die ja auch nur quasi halbmenschlich sind, bei Haare und Fischschwanz, logischerweise, sind alle auch animiert. Komplett animiert, wirken halt wie Fremdobjekte. Ich komme dann an so einen Punkt, wo ich denke, wäre es nicht sinnvoller, so einen Film, wenn man ihn quasi pseudo-real oder irgendwie so halt, es ist ja kein Realfilm dann wieder in solchen Phasen, den eher in so einem, auf so eine Art und Weise anzugehen, wie sie zum Beispiel Tim und Struppi damals gemacht haben. Dieses, kennst du den auf dem Schirm? Den hat, glaube ich, Spielberg und Peter Jackson. Mit Motion Capture. Motion Capture, ähnlich wie auch Reinform. Polar Express, ja. Wo es noch nicht so gut funktioniert hat, und Beowulf. Ja. Aber dann haben sie Tim und Struppi und das war ja so, das sind auch keine realen, es waren ja Comicfiguren trotzdem, aber die so gut gemacht waren, dass du teilweise auch die, der Film ist nicht großartig gewesen, aber rein optisch sah er gut aus. Und ob das nicht sinnvoller ist, das so zu machen, weil dann ist es zumindest eine homogene Welt. Weil du hast diese, und das ist digital, du hast dieses schöne, helle Meer und hast auch immer das Gefühl, sobald da ein Mensch ist, ist der irgendwie eigentümlich flach. Als würdest du eine Tiefe erschaffen, dadurch, dass du wie, hier hast du eine Wand, da hast du eine Wand und da hast du eine Wand. Also jede Tiefe, jede Ebene in sich ist flach und eine Tiefe steht hinter durch verschiedene Flachheiten. Ja, absolut. Was mich darauf bringt, ich habe euch ja das gerade den Film gezeigt von der Disney-Erstellung, wo man das so sieht. So ein Kasten, wo drei Ebenen. Ja, das fand ich sehr interessant, dass man mal gesehen hat, dass sie mit diesen Ebenen dann halt innerhalb einer Zeit, also quasi einer gemalten Sache, trotzdem eine Kameraschwenk ja dann machen konnten. Genau, eine dreidimensionale. Ohne dass sie quasi diesen Kameraschwenk zeichnen mussten. Ja. Das fand ich eigentlich ganz. Das fand ich gut, ja. Und dadurch funktioniert für mich diese ganze Unterwasserwelt auf eine gewisse Art und Weise optisch nicht schön. Die Haare. Es ist sowieso ein bisschen eine Sache. Warum muss man einen Film in real machen,
der aber in der Welt spielt und ganz viele Aspekte hat, der eben eigentlich nicht real zu machen ist. Dann müssen sie ja trotzdem wieder alles animieren und dann fragt man sich, dann ist es ja noch sinnloser. Ja, das ist wie König der Löwen, das ist ja noch abstruser. Ja. Weil es ist quasi ein Realfilm, wo nichts real ist. Und da ist sowas wie, na, jetzt fällt mir leider nichts ein, aber es gibt ja auch andere Disney-Filme, die eben gezeichnet sind, obwohl es eigentlich reale Menschen sind. Und das dann real zu machen. Mulan funktioniert, finde ich, zum Beispiel relativ gut. Der ist auch nicht wahnsinnig erfolgreich gut gewesen. Aber da haben sie ja zum Beispiel auch Mushu oder sowas, Gesundheit, einfach weggenommen. Was auch die richtige Entscheidung ist, weil du kannst solche lustigen Tier- oder Fantasy-Sidekicks halt in so einer Realwelt nur bedingt gut umsetzen. Bei Aladdin funktioniert das, weil da ist dann einfach ein Affen. Okay, das ist dann ein Affe. Und Affen funktionieren, sind auch, wenn sie so sind, wie sie ein normales Tier sind, putzig und süß. Wenn du zum Beispiel Ariel, Fabius... Drachen gibt's halt nicht. Und bei Ariel aber Fabius. Fabius ist halt ein Fisch. Ja. Im Zeichentrick ist das so richtig lieb, den man so lieb hat, nur so ein Jungsfisch. Und da ist halt so ein Glubschfisch, weil sie versucht haben, einen echten Fisch. Und der hat halt hier seine Augen. Der erinnert mich ein bisschen, falls du dich erinnerst, an diesen Chip und Chap-Film, wo sie den Fabius quasi hier kopieren. Ja, so ja, eine ja, schlechte, ja. So eine schlechte Trash-Variante. An den hat er mich dann erinnert. Weil er klingt wie der Fabius, den man kennt. Sieht aber auch wie so ein oller Fisch, den man nehmen möchte. Und sagt, komm, ich mach dir dich zum Schnitzel oder so. Und, das berühmte Fischschnitzel. Das ist irgendwie... das funktioniert zum Beispiel auch gar nicht. Also bei dem Fisch. Bei der Krabbe gewöhnt man sich dran, weil die hat wenigstens ihre Augen noch, mit der sie, aber sonst versuchen sie die auch so realistisch wie möglich. Und die Möwe geht ganz gut, weil die Möwe witzig ist. Die wird auch, die wird von einer Frau diesmal gesprochen und die ist ein bisschen schräg und ein bisschen, das funktioniert ganz gut. Der Film wird dann schlagartig sympathischer, wenn er an Land geht, weil du dann einfach ein bisschen mehr echte Kulisse hast. Aber sie kriegt zum Beispiel die Beine zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, an der Stelle hat der Film noch so viel Laufzeit wie der ursprüngliche Film überhaupt. Ja. Also er ist auch einfach eine Spur zu lang wieder. Und sie haben dann sich ein bisschen mehr Raum gegeben, um dass die zwei sich kennenlernen. Dann ist sie mal auf dem Marktplatz und sie nimmt so alles wahr. Also dieses, das Fish out of water wirklich in der neuen Welt dann so auftaucht. Ansonsten ist es aber, hat er nicht wahnsinnig viele neue Aspekte. Sie singt in ihrem Lied auch so ein bisschen mal über Emanzipation. Da haben sie ein bisschen versucht, wie bei Aladdin auch, der da noch so ein... Ja. Jasmin da so ein Lied gegeben hat. Ansonsten, die Lieder, die neu reingekommen sind, denke ich auch so, ja, ich weiß nicht, ich habe die Lieder so oft gehört, ich brauche nicht noch neue Lieder. Das ist irgendwie, die sind dann nur wie Fremdkörper für mich. Aber das ist halt nur, weil man den alten Film so kennt. Eben, das wird ja Leuten, die das ja, jetzt noch nicht so... Ich habe doch gerade gewechselt, das dürfte eigentlich noch nicht so lange sein. Ich wollte doch nur mal gucken, nicht, dass unsere großartigen Dinge gar nicht aufgezeichnet werden für die Nachwelt. Nee, und insofern, deswegen finde ich, ist der Film okay. Ist jetzt kein Desaster, vor allen Dingen, wenn man den jetzt nicht die ganze Zeit mit dem alten Film vergleicht. Aber du denkst auch so, ach, dann mach doch lieber einen Film weniger im Jahr. Mach doch nicht so einsam, weil schon Pinocchio war. Oder traut euch einfach, wirklich was Neues zu machen. Ja. Diener kommen. Vielen Dank, Benjamin hat nämlich gebacken. Es Dankeschön. Gibt ein Herzmuffin. Dankeschön. Bitte. Das ist aber schön. Ich will noch was tun. Hallo, da ist die Biene und der Matti winkt mal. Kannst du noch nicht winken? Doch, kannst schon winken. Hey. Das ist der kleine Matti Raphael, der übrigens Raphael heißt nach den Ninja Turtles. Nicht etwa nach dem großen Renaissance-Maler. Naja, irgendwie ja schon. Ja, dann schon. Weil die sind ja auch nach den Renaissance-Malern bemalt. Ja. Genau, das war sozusagen Ariel. Ich glaube, heute wird doch eine kurze Folge. Ich glaube auch, es wird eine ganz kurze Folge. Hast du ein Anliegen, Biene, oder möchtest du uns einfach nur... Ich wollte doch Hallo sagen. Willst du was? Oh. Nein, ich frage ja nur. Wir müssen die Biene nachher sowieso wahrscheinlich zu Hilfe rufen für das Quiz. In 2-3 Stunden. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind. Dann würde ich jetzt tatsächlich meinen Kinofilm, meinen einen, den ich habe, guck mal, nehmen. Ich bin hier und das habe ich noch. Das ist schön. Das ist schön. Es wird eine schöne kurze Folge. Ollis Filmwelt. Und Gabi war auch dabei. Ja, wenn du nicht guckst. Es tut mir leid. Ich habe bestimmt noch ein, zwei Sachen geguckt, aber es ist schon wieder so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich mach die anderen. Und ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Entschuldigung, bevor du weitermachst. Ich habe sehr viel geguckt, aber teilweise auch vor dem Sommer und ich weiß das eh nicht mehr. Ich versuche dann, mich wirklich kurz zu halten und mehr so einen Eindruck wiederzugeben. Ja, der war ganz gut. Der war nicht so gut.
Ich habe tatsächlich einen Film im Kino gesehen seit längerem, und zwar Oppenheimer von Christopher Nolan, den ich mir ja auf jeden Fall anschauen wollte. Und ich habe in mein Tagebuch, nachdem ich im Kino war, etwas notiert. Und ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal kurz aus meinem Tagebuch vorlesen, was ich da notiert habe. Professor Gabriel und seine szenischen Lesungen. Genau, und zwar ist es wie folgt. Heute in der Reihe Gabi liest. Der Film hat mich beeindruckt, tief in seinen Bann gezogen. Er entwickelte auch phasenweise die berühmte Nolan'sche Sogwirkung. Insgesamt ist es aber ein Biopic mit all den Nachteilen, die ein solcher Biopic oder Film eben hat. Es ist ein extrem gut gemachtes Biopic, das alle dramaturgischen Möglichkeiten voll ausschöpft. Es erinnert mich phasenweise an Oliver Stone in seiner Infoflut und Knappheit und Härte. Aber es fehlt natürlich die Überraschung und das Fantastische, was ein erfundener Stoff oft haben kann. Andererseits beschreibt er sehr eindringlich Oppenheimers Dilemma, auch die Gefahr des Ehrgeizes, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten, wohlwissend, was für Konsequenzen das haben kann. Ich fühlte mich oft an Physiker erinnert, was wir ja vor kurzem erst gemacht haben. Ich glaube zu verstehen, dass der Gedanke, dass man Frieden durch Abschreckung langfristig wahren könnte, vom Film als falsch dargestellt wird. Zudem wird viel über Oppenheimers Charakter, amerikanische Geschichte, zum Beispiel das Unrecht der McCarthy-Ära erzählt. Ja, der Film hat mich beeindruckt, gekriegt, nachdenklich gemacht. Umgehauen hat er mich nicht, aber das ist Jammern auf verdammt hohem Niveau. Ist toll, schön, dass du das so niedergeschrieben hast, weil dann hast du ja alles gesagt. So ist es, ja. So schnell kann man einen Film vorstellen. Ich kann noch ergänzend sagen, ich finde, die spielen alle toll. Cillian Murphy spielt ganz toll. Es ist auch großartig besetzt. Das sind ja alle dabei, ne? Und nur so teilweise in so kleinen Rollen. Robert Downey Jr. Der spielt sehr viel. Aber jemand wie Rami Malek, der ist wirklich in so eine. Der hat wirklich eine Mini-Rolle, wo man sich denkt, dass die dazu sagen, ist wahrscheinlich. Ist Nolan. Ist einfach, weil sie sagen, okay, ich will einfach in einem Nolan-Film sein, selbst wenn ich nur 2 Minuten Screentime habe. So. Ich finde ihn auch, das muss ich noch kurz sagen, ich war im Kino ja und ich finde das Cinemax ohnehin oft sehr laut. Mhm. Und was der Film eben teilweise macht, ist, wenn dem Oppenheimer es zu viel wird, dann hört der, also es wird jedenfalls so dargestellt als Mittel, dann hört der so das Stampfen von Studenten auf so, so einem Hörsaal. Und das wird teilweise so hochgetrieben, wenn der Stress auf Oppenheimer immer größer wird, dass das wirklich unerträglich laut war im Kino. Das war wirklich Körperverletzung. Das ist so laut dann. Ich musste mir die Ohren zuhalten, weil das so laut war. Das hatte ich ja bei den letzten Kinobesuchen auch manchmal, dass ich hinterher dachte, boah, ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Die Ohren jetzt pfeifen dann. Das richtig so pfeifen, wie wenn du in der Disco warst. Weil du wirst natürlich 2 Stunden lang oder länger noch zugeballert mit viel Geräuschen. Und ja. Ich meine, die Soundanlage ist schon geil, aber das muss nicht so laut sein. Ich finde, das ist wirklich... Also wirklich vielleicht sind wir langsam zu alt. Ich kann sagen, schaut euch den Oppenheimer gerne an. Es ist ein toller Film. Aber wie wir so schön sagten, es gibt doch bei Der mit dem Wolftanz gab es doch damals die Kritik. Der mit dem Wolftanz ist ein großartiger Film, aber es ist der schlechteste großartige Film, den ich je gesehen habe. Und es ist ein bisschen hier auch, ich finde, der Oppenheimer ist ein großartiger Film, aber es ist einer der schlechteren, großartigeren Filme. Großartigen Filme. Ach, kann man sich überlegen, was besser ist, ne? Der Einäugige der Blinden oder... Oder der Blinde unter den Einäugigen? Ich weiß es nicht mehr. Ist die Metapher nicht zu Ende gedacht? Ich auch nicht. Ich habe, weil Biene den unbedingt gerne sehen wollte. Wir wollten mal leichte Kost. Ein bisschen. Biene ist also schuld. Ja, weil jetzt nämlich der zweite Teil ins Kino kommt, haben wir Mac gesehen. Ach was! Aus dem Jahr 2018. Ich fand den ja recht kurzweilig. Ja. Also Mac, es geht um Megalodon. Ja, Megalodon. Megalodon, also ein Urzeithai. Der von so einer Forschungsgruppe, die sich durch so eine Kruste durchboxt in Tiefen des Meeres und da irgendwie so eine unter... Ist ja quasi keine Kruste, sondern... Na doch, aber irgendeine Schicht. Also der ist sozusagen im Meer eine Gasschicht. Aber sie hat doch irgendwas kaputt gemacht auch. War da wirklich eine Masse? Ich habe das so verstanden, als wäre das eine Masse gewesen. Egal, sie gehen in irgendeine Schicht, wo man eigentlich normalerweise... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall dachte ich, dass es wie so ein Schwebezustand ist, der die 2 Wassermassen voneinander trennt und darunter ist... eben eine, die schon sehr alt ist.
Irgend sowas. Jedenfalls vielleicht ist es wie auch eine kleine vergessene Welt, wo man sonst nicht so reinkommt. Genau. Und da werden sie halt mit einem, da ist so ein kleines bemanntes U-Boot, was da ist. Und dann wird, da kommt der, dieser Hai und macht das U-Boot kaputt und sie sind dann da gestrandet. Dann müssen sie natürlich so ein bisschen Bruce Willis-mäßig, musste ab und zu an Armageddon denken, einen Typen holen, der halt spezialisiert ist auf so Rettungseinsätze, der aber natürlich auch sein Päckchen zu tragen hat, weil er schon geschädigt ist durch den vorherigen Rettungseinsatz, wo er Leute zurücklassen musste. Und den müssen sie natürlich holen, weil nur der kann da runter und die wieder rausholen. Und das ist Jason Statham. Heißt er so? Ja. Ja. Und der macht das dann auch. Geht da runter, holt die hoch und dann kommt aber dieses Haifisch-Ding hinterher durch die... Eigentlich dachten sie, es kann nicht durch die Kruste kommen, weil sich das wieder... Oder durch die Ebene, weil sich das wieder schließt, weil irgendwelche Temperaturen sich wieder ausgleichen oder so. Und der nur in der einen Temperatur überleben kann. Jeweils kommt das Ding dann hoch. Der kommt hoch. Und ein sehr großer Hai. Das ist halt so Tierhorror. Der auch, der ist okay gemacht, der ist auch gut gemacht, aber er ist halt manchmal auch so, er ist so dumm. Also du darfst halt wirklich nicht drüber nachdenken, warum jetzt das und das so gemacht wird. Also, was mich wirklich ein bisschen ratlos hinterlassen hat, ist, die fallen dann ist dieses Haifisch-Ding draußen und greift ein Boot an und sie denken, oh, da müssen wir hin und müssen die retten. Und dann fahren alle Leute, die man bisher kennt, die sind eigentlich auf so einer Insel, auf so einer Forschungsinsel, Bohrinsel mäßig im Wasser. Und alle Leute, die, genau, wir, bisher, eine Bohrinsel, das ist ja, die wir alle kennengelernt haben vorher schon, die am Computer sitzen, einfach nur so Forscher, ne, steigen plötzlich in ein Boot, um da zu retten. Und ich denke, die sind, das ist auch nicht ihr Kompetenzbereich. Warum? Da ist der Finanzier, quasi der reiche Mann, der das alles unterstützt, der steigt mit dieses, das würde der im Leben nicht machen. Warum geht er mit auf dieses Kackboot drauf? Das ist lebensgefährlich. Da müssen Leute rauf, die das können, was, und da kommen diese Computer-Nerds, gehen mit auf das Boot drauf, damit sie alle hübsch der Reihe nach gefressen werden können. Das ist doch dumm. Das ist, kommt gleich nach, lass uns aufteilen, da ist es sicherer, genau, wenn wir in Gefahr sind. Also solche Sachen, da habe ich irgendwie dran gestört. Sonst ist der natürlich, hat schöne Bilder und dann der so Spring Break-mäßig dann auch da so ein Strand ist und dann freust du dich halt auch, wenn die alle rein nach gefressen werden. Aber so ein bisschen doof ist er auch und dann muss ich natürlich... Ich finde, der spielt aber schon auch genau mit diesem Genre, dass es halt jetzt nicht das klügste Drehbuch ist und auch so ein bisschen Trash ist. Ich finde aber, da muss ich ehrlich so sagen, dass ich dann aber dann lieber jemanden wie Bruce Willis sehe als Jason. Ich bin jetzt nicht ein riesen Jason Statham-Fan. Und da war mir die Figur, also mir fehlte bei der Figur zum Beispiel, weil es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen stirb langsam Manier, ne? Dass da kommt so, dass eine Figur mit so einer Plot-Armor, wie man so schön sagt, habe ich gelernt. Ne? Oho. Das Wort Plot-Armor, also eine Figur, die sozusagen, weil sie halt, die Hauptfigur ist, immer irgendwie überlebt, hat sie quasi... Oder wenn man weiß, die stirbt nicht, deswegen kannst du alle möglichen gefährlichen Situationen hier aussetzen, sie aussetzen, die Figur. Der, ja. Und, interessant, kannte ich noch nicht, habe ich was gelernt. Und aber Bruce Willis zum Beispiel, stirbt langsam, macht das ja auch alles alleine, aber der blutet, dem tut was weh, der hat hart zu kämpfen damit. Und mir ist das zu glack, der macht halt alles, zack, und ich muss jetzt hier und jetzt muss ich da runter und das ist alles... Jetzt nehmt mir natürlich was und ich spring einfach rein. Ich habe schon vorher zu Biene gesagt, weil die eine in so einem Haifischkäfig unter Wasser ist und jetzt nimmt er sich so ein Springbrunnen. Ja klar, weil ohne nachzudenken. Und der Fisch hängt an der Leine und kommt so nah ran und kann ihn nicht mehr... Es ist einfach eine Spur zu fett, dass der alles überlebt. Also ich hätte mir schon auch gewünscht, dass er wenigstens einen Arm abgebissen wird oder so. Und dann verliebt sich auch noch irgendwie dann diese scheiß Liebeskiste. Wie lange kennt ihr euch? Einen halben Tag? Also Entschuldigung. Insofern erwarte ich natürlich von so einem Film auch nichts anderes, aber er hat mich da auch nicht enttäuscht. Also doll fand ich ihn nicht. Es kommt ja aber ein zweiter jetzt raus. Ich weiß. Ja. Keine Ahnung, was da passiert. Wahrscheinlich kommt der Megalodon zurück. Könnte sein, oder sogar zwei. Man weiß es nicht. Weil du gerade von wegen verlieben sich nicht, da schlage ich kurz einen Bogen. Was ich nämlich auch gerade immer wieder gucke, ist, ich schaue mir gerade alle Staffeln von Game of Thrones wieder an. Habe ich zwar schon mal drüber geredet, aber ich muss jetzt kurz dran anknüpfen. Ich verstehe nämlich nicht, warum sich Daenerys und Jon Schnee verlieben. Ja, wie schnell und plötzlich. Und das ist doch, ich finde ja Game of Thrones eigentlich eine tolle Serie, aber spätestens ab Staffel 6. Aber das ist genau etwas, was passiert in diesen späteren. Wahrscheinlich, weil die Bücher dann eben nicht mehr da waren. Ich habe es auch nie gespürt mit denen, zwischen den beiden. Ja. Nee. Fand ich auch. Ich kann es nicht so recht nachvollziehen, warum die sich verlieben. Ich sehe es ja auch, es wird nicht erzählt, das ist eigentlich mein Ding. Es wird nicht erzählt. Natürlich könnte ich das nachvollziehen, aber ich finde, es ist nicht gut geschrieben und gespielt in dem Sinne, dass mir das wirklich erzählt wird als glaubwürdig. Mhm. Es wird einfach nur behauptet ab einem gewissen Punkt und das finde ich schade. Und was ich auch echt schade fand, mal wieder, ich habe mich jetzt wieder darüber geärgert,
Da stellt eine Serie über 5, 6 Staffeln gewisse Gesetzmäßigkeiten auf, nämlich wie die Entfernungen zwischen zwei Punkten sind. Das ist schon so aufgeführt. Ja, eben. Ja. Und dann ärgere ich mich. Wir müssen mal zu Dings und Dings. Wuscht. Sind sie da? Sonst hätten sie da 2 Folgen mit verbracht. Ja, locker. Sonst würde das 5 Wochen dauern, bis die da hinlaufen. Und dann schicken die einen Raben und dann kommt der Drache und rettet sie aus dem Eismeer, wo man sich irgendwie denkt, wie soll das gehen? Das ich habe schon trotzdem die letzten Staffeln auch noch gerne. Also ich saß nicht die ganze Zeit... Ich bin jetzt gerade in der 8. Staffel und das ist schon, ich habe jetzt gerade die Folge gesehen, wo Daenerys Sturmtochter Königsmund platt macht mit den Drachen und alle alles niederbringt. Obwohl ich diese... Das ist schon toll gemacht. Diese Entwicklung von ihr schon, also weil da haben so viele drüber geschimpft, dass die Figur quasi verraten, dass da so eine Figur aufgebaut wurde, die dann so verraten wurde und das plötzlich, und das kann ich, also was da so diese Macht, dieser Will, dieses, dass man unbedingt das Böse vernichten muss und dabei selbst nicht merkt, dass man eigentlich selber zum Bösen wird, das kann ich schon nachvollziehen. Außerdem finde ich, sie hat ja auch unglaublich viel durchlitten im Laufe dieser Zeit, dass die irgendwann einen Knacks davon trägt, nach all dem. Finde ich jetzt auch nicht so und die reitet auf Drachen rum. Ich meine, das ist ja auch immer, ich habe noch nie so einen Drachen zwischen beiden gehabt, aber ich schon. Auf den ich rumgeritten bin. Das macht bestimmt auch ein so Machtgefühl, wo man manchmal aufpassen muss, dass man es vielleicht nicht davon reitet. Ich habe gerade total verrückte aber ich kann leider den Scherz nicht zu Ende bringen. Wenn ich sage, ich habe einen Drachen zwischen den Beinen gehabt. Wenn es brennt im Schritt, ist schlecht oder so. Das ist alles... Einen Film noch gesehen. Ich habe nämlich noch einen Film und ansonsten habe ich nur Serien noch. Okay. ein Netflix-Film gesehen vor dem Sommer noch. Deswegen kann ich, ist echt schon weit weggerutscht. Den ich jetzt nicht grandios fand, den man sich angucken kann, der toll gespielt ist, aber... Mir ist noch was eingefallen, rede ich gleich drüber. Dass du schon die ganze Zeit über Im Westen nichts Neues reden wolltest? Nein. Stimmt, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Nee, weil du mal gesagt hast, warte mal, bis du den Film gesehen hast. Und ich hast du ihn gesehen? Nein, wann denn? Ja, dann warten wir, bis er ihn auch gesehen hat. Wahrscheinlich schaffe ich es eher, das Buch zu lesen. Aber jetzt sind wir in der 1073. Folge. Hast du inzwischen... Ich habe angefangen, sind mir zu viele Tote. Ich will den nicht sehen. Nee, ich habe gesehen, der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Mhm. Oh, wahrscheinlich Edgar Allan Poe. Ja. Schau mal. Es ist quasi ein... Ja, es ist kein Biopic, aber es nimmt sozusagen die Realfigur des Allan Poe in eine Station des Lebens. Der war halt irgendwann mal Soldat auf West Point. Mhm. Und in dieser Zeit ist da irgendwie ein Mord geschehen, der ein bisschen rituell weil ihm dem aufgehängten Kadetten irgendwie das Herz entnommen wurde und so. Und da wird ein... Was ist denn das? Warte mal kurz... ein ehemaliger, pensionierter New Yorker Polizist mit der Untersuchung des Falls beauftragt, der da auch irgendwo so ein bisschen weiter von West Point alleine lebt, der ein bisschen deprimiert, einsamer... In welcher Zeit bewegen wir uns da ungefähr? 1830. Ja, weil ich bin gerade unsicher, wann Poe überhaupt... Und dieser Polizist wird von Christian Bale gespielt. Insofern hat das natürlich, der hat der ganze Film schon eine gewisse... Ein wirkliches schauspielerisches Fundament. Oho. Und der macht das. Das ist wieder Netflix und ich kann es nicht sehen. Das ist wieder. Also Netflix-Abo ist ja keine Zauberei. Ne? Jedenfalls ist der ganze. Also der untersucht dann diesen Fall und kriegt dann einen jungen Kadetten, der sich so ein bisschen halb anbietet, ihm da zu helfen. Nämlich Edgar Allan Poe. Ah ja, okay. Der lustigerweise, ich habe den Schauspieler gesehen. Ich zeige ihn dir mal kurz. Dieser junge Mann spielt Edgar Allan Poe. Das ist Harry Melling, heißt der. Harry Melling? Und das ist... Ich habe die ganze Zeit so geguckt, wer ist denn das? Das ist Dursley. Ja, das ist der dicke, dicke Cousin von Harry Potter. Mhm. Und ich habe den erst nicht erkannt, aber dachte ich, doch, weil ich wusste, dass der sich auch halt entwickelt hat, dass der immer ein Fettsuit schon hatte. Mhm. Und er ist halt jetzt groß geworden und spielt mit Christian Bale. Und das ist aber mal schön. Naja, gönn ich ihm. Und die Spieler versuchen so gemeinsam so ein bisschen zu erforschen und sowas. Spielt der gut? Es ist sehr. Mir persönlich. Ich finde schon, dass die das gut spielen. Nein, aber er jetzt. Ja, ja, ich finde ihn bei Harry Potter jetzt nicht unglaublich gut im Spiel, ja, was man so sieht. Das ist schon okay. Ich finde das okay. Aber er ist. Aber jetzt nee, ich meine, sagen, was wow, der da, begnadeter Schauspieler. Nein, aber was hat er denn da zu spielen gehabt? Ja, überhaupt so.
Ich finde, bei jemand wie bei Emily Watson heißt sie doch, da kann man schon in jungen Jahren eine Emma Watson. Kann man schon eine Begabung sehen. Ja, aber die hat auch bei Daniel Radcliffe weniger zum Beispiel. Die hat aber wesentlich mehr zu spielen gehabt als jetzt der Dursley. Das stimmt. Der hat 3 Sätze in 5 Filmen und dann. Aber da habe ich auch. Ich finde, in dem Film ist er mir nicht negativ aufgefallen. Okay. Mich hat an sich an dem Film ein bisschen, der hat eine sehr langsame Art und Weise. Sehr düster. Es spielt halt so die ganze Zeit in so verschneiten Amerika da halt, West Point. Langsam, ruhig. Manchmal so, gerade dieser Edgar Allan Poe kommt sehr so poetisch. Diese so ein bisschen gestelzt und. Manchmal so dichtermäßig, das ist manchmal ein bisschen zu viel gewesen. Also deswegen hat der Film mich nicht, entwickelt er zum Beispiel nicht die Bell'sche Sogwirkung so sehr. Erst am Ende, als ich dachte, jetzt ist der Fall ja gelöst, wieso geht der Film denn noch eine halbe Stunde? Kriegt es nochmal so einen Touch, wo du denkst, haben wir doch nochmal irgendwas. Ein bisschen, trotzdem kein grandioser Film. Aber schon allein mit Christian Bale und weil er trotzdem gut gemacht ist, kann man ihn sich machen. So, das waren meine Filme. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5 Serien. Ich finde... Sollen wir mal ganz kurz... du findest... Ich würde gerne mal eine Pause machen, kurz. Dann gehen wir ganz kurz ab, weil wir haben noch ein Video geschickt gekriegt von Ruven. Oh, cool. Der ja gestern auch eine Premiere hatte in Annaberg Buchholz. Liebe Grüße. Ich habe den Applaus gesehen, habe mich sehr für dich gefreut. Und freue mich jetzt auch, aber sage ich erstmal jetzt neues Rufen-Geek-Gelabere jetzt. Moin. Zum Start von der 2. Staffel von Rufens Geek-Gelaber gibt es heute ein Reaktionsvideo auf Gabis und Ollis Filmwelt-Direktfolge zu Guardians of the Galaxy 3. Und was ich dazu zu sagen habe, das erfahrt ihr jetzt. Rufens Geek Gelaber. Ich muss sagen, mir hat der Film von der ersten Sekunde an sehr gut gefallen. Also mich hat er sofort gefesselt. Ich fand, er hatte eine schöne Mischung aus Humor und Emotionalität. Und eine Ernsthaftigkeit, die ich von den anderen Filmen jetzt nicht unbedingt so kenne, die aber sehr schön waren. Ich empfand den Film als überhaupt nicht langatmig, aber das Gegenteil war sehr kurzweilig, ging sehr schnell vorbei. Mir hat der Focus auf Rocket sehr gut gefallen. Es war eine schöne Geschichte, auch mit seinen Tierfreunden. Zu sehen, wo kommt der Charakter eigentlich her. Ich mochte den High Evolutionary als Hauptgegner tatsächlich auch sehr gern, weil der hatte so eine mit seinem Gottkomplex so eine schöne Perfidität und dieses Ringen nach dem Erschaffen der besten Kreation an Lebewesen und dass Rocket irgendwie so klug ist und so besonders, dass er unbedingt dessen Gehirn sezieren muss und irgendwie seine DNA haben muss, um das in die nächsten Generationen einzupflanzen, damit es so perfekt ist, was natürlich letzten Endes scheitern musste, fand ich einfach gut umgesetzt und gut dargestellt. Und ja, auch ich fand's wahnsinnig krass, wie sie jeden Charakter auch schön durchleuchtet haben und nochmal seinen eigenen Spot gegeben haben. Also auch die Geschichte mit
mit Gamora nochmal, die ja irgendwie aufgetaucht ist und sich ja nichts erinnern konnte, auch mit Drax und allen anderen, das ist also es und Nebula auch, wie die sich entwickelt hat, ist einfach, war einfach cool zu sehen, wie sie es eingebaut haben. Und und es war immer so krass, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist der Charakter oder der Charakter so kurz vorm Tod und dann machen sie es aber doch nicht. Und und es war, ich finde, tatsächlich ein doch wieder gelungener Abschluss für diese Trilogie. Weil dadurch ist jetzt irgendwie, diese Guardians sind jetzt zu Ende, sie haben ihre Reise getan. Das Ende fand ich vielleicht, um einen kleinen Abzug zu nennen, ein bisschen platt. Also es ist irgendwie so ein, jetzt geht so jeder seiner Wege, was irgendwie auch schön ist, weil dadurch macht es den Abschluss noch klarer, finde ich. Und und es ist natürlich dann noch interessanter zu sehen, wie sich jetzt die neuen Guardians of the Galaxy schlagen, wenn denn offensichtlich, und ich hoffe, ich spoilere jetzt nichts, wenn, dann hört bitte weg. Denn offensichtlich gibt es eine neue Formatierung von den Guardians, die mit, ich nehme mal an, ziemlicher Sicherheit im 5. und 6. Avengers mit der Kang-Dynastie auftauchen werden. Oder in Secret Wars. Oder sie werden auf jeden Fall ihre Rolle wieder zu spielen haben, nehme ich mal stark an. Oder auch nicht. Wer weiß. Aber die Hinweise sind ja da. Und ich glaube, zum Abschluss kann ich noch sagen, dass mir auch der Adam Warlock sehr gefallen hat. Er hat ich betitel das jetzt mal als kindlichen Humor mit eingebracht, weil er ja irgendwie den Auftrag hatte, die Guardians zu zerstören, aber angefangen hat, das zu hinterfragen ein bisschen und dann auch durch den Tod seiner Mutter ein bisschen lost und ja, verloren einfach war und irgendwie immer so ein, genau, diesen eigentlich bin ich doch noch ein Kind, ich bin doch noch gar nicht lange auf dieser Welt, ich weiß doch noch gar nicht, was ich tun soll und so, fand ich schön, hatte was, hat mir sehr gut gefallen. Der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, so tatsächlich. Und damit war es das auch schon wieder von Ruvens Geek-Gelaber. Kurz und knackig, wie versprochen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gebe jetzt zurück an Gabi und Olli und denke, wir sehen uns dann zum nächsten Video, welches das auch immer sein wird. Bis dahin, ciao. Ich freue mich sehr, dass Ruven jetzt auch mal sich im Bad stehen lassen kann, weil er darf jetzt auch Erwachsene spielen. Nicht mehr Zwölfjährige spielen muss und also alles Gute. Liebe Grüße, vielen Dank, Ruven, wir freuen uns auch. Bleibt dran, weiterhin. Ich freue mich auf jedes Geek-Gelaber. Schöner neuer Vorspann. Ich habe auch Andi schon gesagt, dass er natürlich auch gerne partizipieren kann. Klar, kann er. Wir haben schon überlegt, was immer dieses Wort heißt, aber. Wir wollen ja auch, wir haben uns schon was vorgenommen, Andi und ich, dass wir eine Folge machen, eine weitere Folge. Filme, die Olli und Gabi nicht kennen. Wir müssen nur noch eine technische Umsetzung finden, wie wir das live machen können, weil er ist ja jetzt in Schweden, ne? Ist ja nicht mehr hier. Das gibt's bestimmt, aber ich bin technisch nicht so. Das müssen wir dann halt vielleicht bei mir mal machen. Mhm. Das können wir ja auch mal machen. Na klar. Dass wir über einen Computer, Skype oder keine Ahnung was, oder übers Tablet ihn quasi live reinschalten können. Die Folge war ja damals auch in einer besonderen Location, da waren wir auf dem Balkon zwischen den Blumen. Eben. Und deswegen kann das ja auch genau, Olli und Gabis Gartenwelt. Genau.
Ich hätte jetzt, wie gesagt, noch ein paar Serien. Ich würde, das willst du ja in einem durchhauen. Dann hau du mal jetzt was raus. Deswegen hau ich nämlich jetzt noch eine Sache raus, was ich gesehen habe, was mir nämlich gerade währenddessen einfiel. Und zwar, ich war nämlich den Andi besuchen. Und der hat die Möglichkeit gehabt, mit mir was anzugucken von Netflix. Nämlich die vierte Staffel von Stranger Things. Jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Folgen so wahnsinnig lang sind. Deswegen hat sich Andi ein bisschen verrechnet. Und dann kam auch noch mein Auto dazu, was ja kaputt gegangen ist. Lange Geschichte. Egal, wir haben es jedenfalls nicht geschafft, die vierte Staffel komplett zu gucken. Mir fehlt die letzte Folge, die ja auch die zwei Stunden... Die ja so lang ist wie im Westen, nichts Neues. Die auch irgendwie über zwei Stunden dauert. Aber ich habe zumindest alle Folgen gesehen, bis auf die letzte Folge. Und ja. Vielleicht müssen wir da mal einen Film direkt machen mit der letzten Folge. Gerne, ich würde die ja sehr gerne noch sehen. Jedenfalls, ich muss sagen, ich finde ja, dass die Serie, die erste Staffel war immer noch die beste, finde ich. Und diese letzte Staffel ist immer noch schön. Ich mag auch die Figuren einfach gern. Ich schaue das gerne an, dieses 80er-Jahre-Flair, was da erzählt wird. Aber sie ist, ich finde, die vierte Staffel ist trotzdem schwächer als, keine Ahnung, die erste. So ist es. Und was wirklich ein Problem ist, da habe ich mit Andi auch drüber geredet, dadurch, dass die jetzt teilweise so einen gewissen Humor noch stärker betonen als in den anderen, geht es teilweise so weit, dass sie leider die Situationen nicht mehr ernst nehmen, finde ich. Gerade bei Nona Ryder und Topper, da, wenn sie da in diesem Russenlager sind, das ist dann teilweise, nee, gar nicht Topper, sondern wenn sie den rausholen wollen, da ist doch dieser Glatzkopf-Typ mit dabei. Die machen teilweise so viel auf Comedy, dass die reale Situation mir verloren geht. Oder das ging uns beiden so ein bisschen so. Und das ist schade. Ich finde, was ich ein bisschen vermisst habe, ist so die Dynamik der Jungsgruppe, die natürlich aus den aus dieser ersten Staffel so, die sich so entwickelt hat, was aber natürlich einfach daran liegt, dass jeder so seinen Weg geht. Ne? Und die auch nicht mehr am selben Ort sind. Eben, das ist, aber das ist halt, sag ich mal, eine Entwicklung. Ich meine, man hat diese erste Staffel gehabt, das war der Ausgangspunkt, und dann fächert es so ein bisschen wie die Gemeinschaft des Ringes so auseinander. Und dann sind die einzelnen Stränge, finde ich, unterschiedlich stark. Ich finde, diese ganze... übrigens. Ja, bitte? Dieser Finn Wolfhard, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die Rolle heißt. Strang. Es hat nicht mehr, also diese Figur ist nicht mehr, hat so nicht mehr so eine Präsenz. Welcher ist es? Der Schwarze, der auch bei Ghostbusters mitgespielt hat. Der Lockenkopf. Ja. Ja. Und ich finde halt eigentlich sehr schön diese Backgrounds, also dieses nochmal Eintauchen in Elfies Vergangenheit. Ja. Christian Friedel sitzt mit. Oh Gott, jetzt ist es weg. Mach nochmal. Bitte links unten, ganz links unten. Ich muss meine Brille aufsetzen, ich kann es sonst nicht. Mein Gott, das ist aufregend. Aber das Bild wirst du ja jetzt bestimmt hier einblenden, oder? Das blende ich mal mit ein. Das haben wir aus Chrissys. Habe ich vom Handy abfotografiert, weil ich es jetzt nicht wiederfinde. Ach, witzig. Das ist der. Und wer sind die anderen da, die in der Rolle sitzen? Christian Friedel war jetzt gerade in Amerika und Kanada unterwegs und hat sein Zone of Interest-Film promotet und sitzt mit Finn Wolfhard. Bleiben wir gerade drüber reden. Eine Runde im Café. Geil, oder? Christian, du bist einfach in einer anderen Welt als wir. Ja, absolut. Aber gestern hat er im Schauspielhaus Magdeburg auf der Bühne gestanden und hat mit seiner Band gespielt. Habe ich ein Foto gesehen? Vor 22 Jahren. Habe ich tatsächlich ein Foto gesehen? Noch bei irgendwo, ja. Keine Ahnung, Instagram oder so. Witzig. Aber jetzt sind wir abgekommen. Ja, ich bin jedenfalls trotzdem gespannt, wie jetzt die Staffel zu Ende geht. Ich fand ehrlich gesagt... Ich will jetzt nichts spoilern. Ich weiß jetzt nicht, was alles in der letzten Folge passiert ist. Ich finde es auch schwierig, jetzt drüber zu reden, weil man nicht spoilern will. Aber ich fand es leider auch ein bisschen vorhersehbar. Es gibt dann den Oberbösewicht. Ach so, wer das ist? Wer das ist. Ich fand es leider... Ich habe sehr schnell gecheckt, wer das ist. Schon viel früher, als die Serie mir das erzählt. Das fand ich ein bisschen schade. Ich nicht. Ich nicht, ehrlich gesagt. Ich war... klar, ich habe irgendwann gedacht, okay, es ist schwierig, dass diese eine... Dass er plötzlich so eine Figur, so eine Präsenz hat. Die man vorher nie gesehen hat. Die seltsam. Aber ich fand es trotzdem gut. Ich finde, das ist der Einsatz von Musik. Ich mag's auch. Nee, das Ende hast du noch nicht mit dieses Rockkonzert von Eddie hast du noch nicht gesehen. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ah, das ist, aber ich fand das trotzdem geil gemacht. Und natürlich bezieht sich das auch immer wieder auf, die versuchen, Momente zu wiederholen, die Serie auch schon hatte. Aber, also in dem ganzen Wust von Serien, die es so gibt, finde ich, ist sie immer noch auf einem.
Vielleicht kann man sagen, es ist wie Game of Thrones, wo du auch sagst, es ist die erste Staffel ist besser gewesen als die letzte, aber ich mochte das schon auch. Was ich habe mir die ja... Ist trotzdem ja auf hohem Niveau. Ich habe die vierte Staffel gesehen, dann hatte ich 1, 2 und 3 nochmal direkt hintereinander weggeguckt und habe die vierte auch nochmal geguckt. Okay. Direkt, nachdem ich sie dann nochmal gesehen hatte. Das Einzige, was ich dann gemacht habe... Zeit. Das war damals, vor dem vierten Kind. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, weil es mir das ein bisschen langarmig war, war diese Russen-Gulag-Szenen. Die waren mir dann eine Spur. Das brauche ich nicht. Also das nimmt einen Raum ein, finde ich, der mir dann fast zu viel ist. Ich finde auch, das ist so für mich sehr zweischneidig, weil sie bedienen total dieses 80er-Jahre-Klischee von russischem Knast so, was ich irgendwie ja total konsequent finde im Hinblick darauf, dass sie eben so auf diese 80er-Jahre Bezug nehmen. Aber es ist dann, es bleibt für mich eben dann auch so ein bisschen im Klischee hängen. Und das meinte ich auch vorhin schon, da werden die Situationen dann teilweise auch nicht so ernst genommen, weil es halt eigentlich nur noch ums Klischee geht und nicht mehr um die Story. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ich bin trotzdem gespannt auf die letzte Folge. Vielleicht machen wir einen Filmwert direkt. Aber das finde ich lustig. Ja, weil das ist ja durchaus dabei. Ein abendfüllendes Unternehmen. Ja. Pass auf, ich habe gesehen. Auf Netflix The Watcher. Nicht zu verwechseln mit The Watcher, der Film, den es in den 90ern gab mit Keanu Reeves. Ja. Sondern es ist ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, nämlich eine Familie. Eigentlich recht wohl situiert, geht in eine Gegend, wo sie sich ein Haus kauft, was eigentlich über ihre Verhältnisse geht. Riesiges Haus, Anwesen und sowas. Und der Vater nimmt dafür einen mega Kredit auf und stürzt sich gar nicht, weil er es unbedingt haben will, weil es irgendwie auch wie so ein Prestige-Ding ist und zwei Kinder, Mann, Frau noch. Und dann kriegen sie relativ schnell Briefe, wo drin steht, willkommen in der Nachbarschaft und wir werden sie genau beobachten und das alles irgendwie so halb drohend, halb herzlich willkommen, aber auch, na, das Haus hat seine Eigenheiten und wird sich das nehmen, was es braucht und keine Ahnung, und der Watcher. Und das vermittelt halt von Anfang an so ein Gefühl von, oh Gott, Stalking. Was ist hier los? Mhm. Und wo steht's? Die Familie bewegt sich dann mit ihren Nachbarn, die alle sehr seltsam sind, die ganze Zeit in so einem Karussell, der ganze Film in so einem Karussell von Verdächtigungen und offensichtlichen Falschaussagen, Falschvermutungen, wer es jetzt ist. Also in jeder Folge fast wirst du in eine andere Ecke gedreht, was da dahinter stecken könnte, wo du wieder merkst, nee, das ist es doch nicht. Aber wo es in dem Moment total selbstverständlich, das kann es aber nicht sein, das ist jetzt so. Und also es ist irgendwie sehr spannend gemacht. Du krass, also mir persönlich ging es so, dass ich auch sofort abends im Bett, also wenn man die Folgen abends guckt, auch so ein bisschen so dachte, so, schließ nochmal unten ab. Das ist aber auch sowas, solche schrecklichen Momente, wo der Mann da so steht und im Hintergrund die Tür und du siehst, wie einmal so eine Stadtschattengestalt dann in der Tür lang geht. Und du weißt, da ist jemand im Haus. Und weißt du auch nicht wer. Und hatte ich vor kurzem zu Hause, sitze ich auf meinem Sofa, war die Tür von meinem Wohnzimmer offen und dann habe ich aus dem Augenwinkel ein Kind vorbeilaufen sehen. So ein. Ich war schon sehr müde. So wie so ein Huschen. Und ich habe gedacht, wie in einem Horrorfilm gerade. Es war natürlich komplett Einbildung irgendwie durch, weil ich müde war und überhaupt was. Hallucinogene Drogen. Nee, das nicht. Aber ich war einfach müde und dann vielleicht durch Kopfdrehung, dann ist plötzlich wie so ein Schatten. Das war wie so ein Kind, was vorbeiläuft. Und da dachte ich, das ist ja witzig. Wie in einem Horrorfilm gerade hier. Sehr witzig. Ja, das sicher. Mir war auch kurz mulmig und dann habe ich gedacht, nee, das ist Blödsinn. In meiner Wohnung ist ja gar kein Kind. Also diese ganze Serie ist finde ich, spannend gemacht. Vollkommen. was habe ich unterschrieben? Die eventuellen falschen Fährten sind oft nicht gerade dezent, aber es herrscht die ganze Zeit ein Unwohlsein, eine Bedrohung und dieses Gefühl blieb auch immer noch kurz am Abend bei uns persönlich sozusagen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass du aufgrund dessen, dass es ein sozusagen realer Fall ist, nicht erfährst, was wirklich dahinter steckt. Oh nein! Weil es wirklich nicht geklärt ist. Das Zodiac-Problem. Es ist sozusagen... Aber du merkst, dass dieses ganze Haus was mit den Leuten macht, was sich dann in so einer Art Endlosschleife so ein bisschen gefühlt fortsetzt. Also auf Netflix The Watcher. Das ist aber gut, dass du das gesagt hast, weil ich fand es bei, ich wusste das ja bei Zodiac schon, dass man am Schluss nicht rauskriegt, wer es war. Aber das ist so frustrierend. Es ist ein bisschen finster, ja. Aber trotzdem, dann denkst du, da ist eine Lösung, dann ist die Lösung aber auch wieder, also das ist ganz, ganz fies. So, was habe ich noch gesehen? Ich habe gesehen Secret Invasion. Das ist, reiht sich ein in Marvel Phase 5, 60. Projekt.
nämlich eine Marvel-Serie auf Disney Plus. Ja. Und es ist nie was von gehört. Es ist sozusagen die Samuel L. Jackson Nick Fury Serie. Da hat er jetzt endlich mal Nick Fury, Samuel L. Jackson taucht ja, ist glaube ich die Figur, die in den meisten Marvel-Projekten auftaucht, aber meistens nur sehr schnell, sehr kurz. Der mit der Augenklappe. Genau. Ja. Also Samuel L. Jackson halt. Ja. Dieser Typ ich mit der Augenklappe schon. Und dem farbigen Gesicht. Das ist mir klar. Ja. Und jetzt hat er sozusagen seine eigene Serie. Und wenn man muss schon einige Sachen gesehen haben, um zu verstehen, worum es geht. Das ist halt immer ein bisschen das Problem ist von diesen ganzen Phasen. Die stehen zwar begrenzt für sich selbst innerhalb ihres Grundplots, was sie da oder was da passiert, aber um zu wissen, in welcher Konstellation die Figuren zueinander stehen, man müsste so Captain Marvel und sowas gesehen haben, weil man dann nämlich weiß, dass so eine außerirdische Lebensform von Gestaltwandlern, die Skrulls, auf der Erde leben, weil sie von Nick Fury versprochen gekriegt haben, weil ihr Planet zerstört wurde, dass sie hier erstmal bleiben dürfen und er sucht einen neuen Planeten für sie. Er hat aber keinen neuen Planeten gefunden, deswegen die eine Gruppe von Skrulls sauer sind und sagen dann, übernehmen wir jetzt halt die Erde. Und dann offenbart sich, dass nämlich sowieso schon viel mehr Millionen Skrulls auf der Erde sind und weil sie halt Gestaltwandler sind, teilweise dann auch Posten von wichtigen Leuten eingenommen haben und deswegen Secret Invasion. Und Nick Fury muss halt auf die Erde zurückkommen und den Tag retten. Und das ist ganz, also es fängt ganz gut an, weil es so ein bisschen so ein Thriller, Polit-Thriller, weil es ist, die machen dann auch so eine Intrige, dass sie sozusagen den Kalten Krieg ein bisschen auffrischen, indem sie so tun, als ob Russland... Abkühlen. Und indem sie dann so tun, als würde halt Russland atomaren Schlag planen und es hat so was Polit-Thriller-mäßiges, aber also richtig... Durchstarten tut es dann doch auch nicht. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich die Figur ist cool. Der ist ja mal sehr dubios gewesen. Man hat nie viel blicken lassen bei dem. Und du kriegst halt jetzt Hintergrundinformationen. Was hat er eigentlich noch für ein Leben jenseits von S.H.I.E.L.D.? Und dass er auch nicht alles weiß, nicht alles kann, nicht unverwundbar ist. Es ist auch wieder so, es ist eines von diesen Marvel-Projekten. Du guckst es, denkst, ja, okay, und weiter. Spielt übrigens auch Emily Clark. Welche war Emily ist, Clark? Ist Daenerys. Ah ja. Targaryen. Mhm. Emily Clark heißt sie, glaube ich. Ah ja. Spielt da auch mit. Und es gibt sehr schön, weil es so einen Haupt-Skrull gibt, der gespielt wird von Ben Mendelsohn. Der hat auch schon den Captain Marvel mitgespielt. Und die haben so eine Dynamik zusammen, die ganz schön passt. Das ist quasi ein Kumpel von Nick Fury. Und der ist so sein Bindeglied zu dieser Skrull-Bevölkerung auf der Erde. Das hat ganz schön funktioniert. Das war The Secret Invasion auf Disney Plus. Könnt ihr euch angucken. Ach, guck an. 6 Folgen. Eine ganz andere Serie, aber auch auf Netflix. Kannst du alles nicht gucken. Aber ich kann es mir von dir erzählen. Heißt lassen. Noch nie in meinem Leben. Punkt, Punkt, Punkt. Noch nie in meinem Leben habe ich es wie dieses Spiel. Gibt es da ein Spiel von? Da gibt es so ein Spiel. Ah. Wo Leute gegenseitig immer. Noch nie in meinem Leben habe ich und da musst du was sagen. Okay, das ist das Prinzip dieser Serie, dass sie immer eine Folge haben, wo sie sagt, noch nie in meinem Leben habe ich eine Riesenparty gefeiert. Noch nie in meinem Leben bin ich zweigleisig gefahren. Also ich glaube, es läuft irgendwie eigentlich genau andersrum. Also ich mache eine Aussage über dich und du bestätigst durch Trinken oder nicht Trinken. Ach so, das sehe doch, das stimmt, das kenne ich. Nicht stimmt. Ja. Und das ist so eine Art ganz süße Coming-of-Age-Serie. Da geht es um ein Migrationsmädchen indischer Herkunft. Ja. Amerikanisch, indisch. Nach dem ersten Jahr in der Highschool ihren Vater verloren hatte und sich dann jetzt gerade wieder so findet und irgendwie zu den coolen Mädchen gehören möchte. Und das ist einfach, ist so eine Coming-of-Age-Serie. Das ist wirklich wie so eine Sitcom, also nicht dieses Lacherprinzip, aber so wie andere Highschool-Serien, die man früher vielleicht so geguckt hat. Was gab es da? Der Coole von der Schule? Ach Gott. Wie hieß denn der? Ja. Egal. Und jedenfalls der Name habe ich vergessen. Die ist sehr intelligent, die ist sehr klug, hat so ein Blossom. So einen klassenbesten Rivalen, der also auch sehr klug ist und die dissen sich die ganze Zeit irgendwann, aber verlieben sich auch ein bisschen. Dann gibt es aber auch den Sportschönling, in den sie sowieso verliebt ist, der aber ein bisschen dümmlich ist, aber trotzdem eigentlich nett ist und auch, und dann, es ist wirklich so eine, die kannst du mal so gucken, 20 Minuten Folgen und wir sind jetzt, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel, haben wir vor dem Sommer geguckt, haben wir jetzt nicht mehr weitergemacht erstmal, aber hat auch Spaß gemacht, weil das dann auch dieses... So kurze Folgen immer nur. Ja,
Das ist ein kurzes Part. Das ist ja wie früher. Ich meine, früher ging Serien auch bloß 20, 25 Minuten. 25 Minuten, stimmt, ja, hast recht. Und Alf oder so war ja auch immer nur 25 Minuten. Und dann hat sie halt auch Probleme mit ihrer Mutter, weil dann kommt irgendwann so, sogar mal, komm, wir gehen zurück nach Indien und wen sollst du heiraten und solche Sachen kommen auch ins Spiel. Also durch diesen Culture-Crash hat das dann noch so eine eigene Ebene. Ist auch eine putzige Serie, noch nie in meinem Leben. Weiter geht's. Das würde mich auch interessieren. Im Serienmarathon. Wir haben noch eine deutsche Serie gesehen, die Biene unbedingt gucken wollte, basiert auf einem Roman. Sie hat in der Cinema von der Serie gelesen und hat dann lustigerweise in der Ferienwohnung, in der wir im Urlaub waren, im Bücherregal den Roman dazu gefunden. Greif. Nein. Nee, der Schatten. Da hast du schon mal von gesprochen, vom Greif, ne? Der Schatten. Der Schatten, okay. Kennst du Der Schatten? Nein. Ist irgendwie so ein Thriller. Ich habe jetzt leider, steht hier drauf, von wem er ist? Nee, habe ich gerade nicht. Reden wir von dir. Ja. Biene, der Schatten. Der Schatten, ja. Der Schatten. Da kommt nämlich gerade die Biene die Treppe hoch. Und da geht es um eine junge Journalistin namens Nora, die nach Wien geht, von Berlin nach Wien umsiedelt. Entschuldige, das Kind, weil sie, es lenkt ab. Von Berlin nach Wien umsiedelt, weil sie in Berlin, sie ist so ein bisschen so eine ach, mich lenkt es auch ab. Aneckende Journalistin, ein bisschen kontrovers, die auch gerne dahin geht, wo es weh tut, und hat sich dann in Berlin mit irgendeiner mit einer Firma angelegt und die dann das Leben schwer gemacht hat, und dann ist sie abgehauen und fängt in Wien sozusagen neu an, auch bei einer Zeitung, bei einer jungen jungen Zeitung. Eis ab! Es ist so süß! Und, so süß in die Welt! Hallo, was macht ihr hier? Papa, warum sitzt dieser Mann hier und redet mit dir in unverständlichen Worten? Oh. Das ist Matti Raphael. Hallo. Hallo, Matti. Eigentlich sollst du so früh noch gar nicht ins Fernsehen. Das ist Gabi. Aber guck mal hier, ich gucke auch süß in die Welt. Das ist Gabis Kuchen. Ja. Und kann ich dir weiter mit der Serie? Bitte, ich schaue auch nicht hin. Guck nicht hin. Hallo. Die fängt bei dieser Zeitung an. Diese Journalistin. Diese investigative Journalistin. Bei so einer jungen, aufstrebenden Zeitung. Und die geht über irgendeinen Platz und da trifft sie auf eine Bettlerin, die ihr sagen wird, am 13. August wirst du Arthur Grimm ermorden. Freiwillig aus eigenen Stücken und nicht ohne Grund im Prater. Viel Spaß. Und, wie nett. Und dann fängt sie halt an, weil sie keinen Arthur Grimm kennt, zu recherchieren. Wo ich auch denke, hast du self-fulfilling prophecy, genau, würde man sagen. Selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann passieren auch seltsame Sachen. Sie recherchiert, Leute sterben. Und sie hatte anscheinend früher auch mal ein Drogenproblem und hat sich gerade frisch getrennt. Und andere Freunde distanzieren sich plötzlich von ihr, weil sie seltsam ist. Und dann ist da noch ein Künstler, von dem sie ein Porträt im Auftrag ihrer Zeitung machen soll. Und das Ganze ist so ein bisschen auch paranoider Thriller. Die Frau wird immer fertiger und mich hat die Serie ist gut gemacht. Zwischendrin hat sie mich mal ein bisschen verloren, weil ich die Figur auch nicht unglaublich sympathisch finde. Die Eine deutsche Serie. Die spielt das ganz gut, aber nachher tat sie mir dann wirklich leid, weil sie immer fertiger wird und immer mehr wie so ein Wahnsinn getrieben wird. Und ich war aber relativ schnell, ne, habe ich, weil Biene wusste es, weil sie das Buch gelesen hatte. Sie wusste, was sozusagen hinter dem Ganzen steckt. Aber ich dachte irgendwann, pass auf, wahrscheinlich ist es einfach nur das und das und das. Und das war es dann auch. Aber gut gemacht. Nicht uninteressant. Also am Ende dann auch wieder ein denkwürdiger Abschluss. Aber jetzt wird nicht gespoilert hier. Findet man in der ZDF-Mediathek. Wirklich? Ja. Oh, das kann ich ja sogar mal sehen. Kannst du sogar gucken. Dann habe ich noch eine Serie entdeckt, wieder. Jetzt sind wir bei Netflix. Die heißt Ragnarök. Ragnarök! Ist eine norwegische, dänische Fantasy-Coming-of-Age-Fernsehserie, steht hier. Coming of Age und trotzdem ist ja witzig. Trotzdem Ragnarök witzig. Ist ja sozusagen. Ragnarök ist quasi das nordische Armageddon. Pendant zum Armageddon, genau. Neuentstehung der Welt, Zerstörung der Welt, Neuentstehung. Da geht es um eine Mutter mit ihren zwei Söhnen, die in ihren Heimatort zurückkehren, nämlich nach, wie heißt es, Edda? Edda, was im nordischsten Norwegen ist, wo angeblich früher der Schlusskampf zwischen den Riesen und den Asgard-Göttern stattfand. Und wir wissen ja, dass die Edda auch die quasi wie die eine Buch
Das ist, ein Buch, das die ist, Sagen. Das ist, ich würde das sagen, das ist wie hier die, dieser, das griechische, die, Ilias, sowas, genau. Das, danach suchte ich. Dankeschön. Das kannst du ja halt. Ich habe gerade auch an, das, keine Ahnung, Parsifal-Saga oder Nibelungen. Nee, aber ich meine, das ist, und sowas. Das habe ich nämlich auch dann jetzt noch gelesen, dass die Edda sozusagen, das wusste ich vorher nicht, dass das ein Geschichtendings ist. Habe ich aber noch nicht gelesen. Jedenfalls kommt diese Mutter mit ihren zwei Söhnen zurück nach Edda. Die, also die kommen, waren früher auch da, waren woanders. Jetzt ist der Vater gestorben und sie kommt zurück in das in ihr Mutterhaus. Sabine, lauf nicht weg, wir brauchen dich für das Filmquiz. Deshalb bin ich also gekommen, in 10 Minuten kommst du jetzt in 5 Minuten nochmal wieder. Dankeschön, mein Schatz. Und relativ schnell, wenn sie, als sie zurückkommen, begegnet der junge Mann einer Frau. Der eine Sohn, Magne. Komischen skandinavischen Namen. Ja, wirklich ganz komisch, wird von einer Frau, wird von einer Frau auf der Straße angesprochen, über die Augen gestrichen. Und, die, und sie sagt ihm, du wirst Oliver Grimm töten. Genau. Boah, ist das schwer. nicht zu verlieren. Ja, aber ich bin dazwischen. Ja, ich weiß, sonst bin ich der, man wird dazwischen quatschen. Jedenfalls wird er über Augen gestrichen und ab dann merkt er, dass er sich verändert. Der ist eher so ein zurückgezogener, schüchterner Typ, er ist Legastheniker und so ein bisschen kann nicht so richtig offensiv auf Leute zugehen und sehr verhalten. Und er merkt aber, dass er stärker wird und er wird so langsam zu einer Reinkarnation von Thor. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass zum Beispiel die, es geht in dieser, gibt es in dieser Stadt eine sehr reiche Familie, die Jotuns. Mhm. Denkt man so ein bisschen an Jotunheim. Jotunheim war das Reich, wo die Riesen gewohnt haben. Das wird ja kein Zufall sein. Und das sind nämlich die letzten Riesen, die immer noch da leben. Also Riesen jetzt nicht im Sinne von, die Riesen sind einfach so die Bösen. Oder die, das sind jetzt nicht Riesen im Sinne von groß. Die sind das groß. Und die leben da wirklich auf so einem, in so einem Haus noch mit so Drachenschnitzereien. Also wirklich sieht aus wie so ein altes Wikinger-Anwesen oben über der Stadt. Und die haben da eine Fabrik, wo dann im Laufe des, wo eine Freundin, die der Magne, auch so eine Außenseiterin kennenlernt, die ist so eine Umweltschützerin und die untersucht gegen die, hat so einen YouTube-Kanal und hetzt so ein bisschen gegen diese Fabrik, weil sie angeblich das Wasser, das Fjord vergiftet und Umweltschäden und sowas hinterlässt. Das heißt, dieser Film hat so verschiedene, diese sehr verschiedene Ebenen. Es ist insgesamt wirklich so ein bisschen auch so so eine Umweltkritik an Konzernen und sowas, aber das Ganze verpackt in so einer modernen Interpretation von Göttern, von diesen nordischen Sachen. Und dann gibt es da, also dann erscheint, es werden noch mehrere sozusagen Inkarnationen geweckt durch solche Sachen. Es gibt dann einen alten Mann im Altersheim, der im Rollstuhl sitzt und eine Augenklappe hat, der wird dann zu Odin. Der Bruder von Magne wird zu Loki. Mhm. Aber die ganze Zeit, aber es ist ein sehr interessanter Loki. Also ich finde, der ist ein sehr androgyner Typ. Der ist dann auch, offenbart sich dann auch eher als homosexuell, aber auch so in, auch so ein bisschen gendermäßig, dass er eher sich so ein bisschen weiblich schminkt und sehr, deswegen auch Coming of Age, so ein bisschen guckt, wo er hingehört. Weil Loki ist ja auch mythologiebedingt der halb Gott, halb Riese. Mhm. Und der sucht einfach seinen Platz. Das macht wirklich sehr schön. Also wir haben noch nicht die letzten 2 Folgen geguckt, das sind 3 Staffeln. Die letzten 2 Folgen haben wir jetzt noch nicht. Aber hat schönen Aspekt. Also die erste Staffel hat mir am besten gefallen, weil da das Ganze, wie sich das so findet, wie er sich so, erstmal, da ist fast nur er als Thor so präsent, wie er das an sich entdeckt und trotzdem aber auch diese ganze Umweltgeschichte damit reinspielt. Wirklich, wirklich nett. Sie ist auch nicht, was ich sehr angenehm finde mal für so eine Serie, nicht um seiner selbst willen brutal. Sie scheut sich nicht davor, mal was zu zeigen, aber vieles passiert auch, was man nicht sieht. Also das ist schön, weil gerade Skandinavien kann auch manchmal fies sein und heutzutage sowieso, das ist ja bei Game of Thrones auch und oder bei anderen Serien, du sagst, manchmal muss es vielleicht auch gar nicht sein, manchmal alles, also ich finde es, wenn man sich um was drumherum schummelt, finde ich nicht gut, aber wenn es nur Blut spritzt, weil man es kann, ist es auch blöd. Fantasy, aber mit diesen modernen, gerade zeitgemäßen Klimaproblemen auch gemischt. Also schön. Gut gemacht. Schön. Gut gemacht. Bin gespannt, wie die letzten 2 Folgen ausgehen und dann bin ich fertig! Mensch, kaum sind
3 Stunden um und schon sind wir fertig. Nein, ist egal, das sind 2 jetzt gewesen. Ja, wir waren aber auch lange jetzt weg, muss man mal sagen. Also ich habe jetzt. Das stimmt. Und wenn ich das jetzt auf die nächste Folge alles, dann ist ja da umso mehr. Ne? Ich freue mich aber auch, dass mir jetzt noch 1-2 Sachen eingefallen sind während des Drehens, sonst hätte ich ja tatsächlich sehr wenig dazu beigetragen. Dafür kannst du natürlich jetzt beim Quiz so richtig ablosen. Richtig, das kann ich. Noch essen. Ja, ich also. Nee. Hä? Hä? Kann das sein, dass das vorher einfach, wenn er jetzt Troja stand, die Auflösung war von dem vorherigen? Ja. Und jetzt kommt Film Nummer 30. Aber da, ach ja, erster Hinweis, ne? So läuft es. Genau, es läuft so immer Hinweise. Vier, immer vier Hinweise. Genau. Und also. Wenn wir es wissen, sollen wir es einfach sagen, oder? Ja. Okay. Dazwischen rufen. Für diesen Film aus dem Jahre 1973. Halt, stopp. Ach, stopp. Wenn ich jetzt das... Wenn sage, und falsche... das stimmt nicht, dann darfst du noch einen weiteren Hinweis... Und wenn ich dann auch falsch bin, dann darfst du nochmal. Dann sind wir wieder beide im Rennen. Ja. Okay, wie bei Ruben. Entschuldige bitte. Okay. Für diesen Film aus dem Jahre 1973 lieferte Ennio Morricone die Musik. Regie führte Tonio Valeri. Gedreht wurde in New Mexico. Ist ja jetzt nicht so, dass Morricone nicht sehr viel Filmmusik gemacht hätte. Deswegen finde ich das gerade schwierig. 73. Mhm. Das ist aber auch nicht der, den ich jetzt dachte. Soll ich mal... Nochmal Tipp 2. Ich würde auch den zweiten Hinweis gerne hören. Eine der beiden Hauptfiguren ist der Revolverheld Jack, welcher sich ungewollte einer Übermacht an Gegner stellen muss. Ungewollt. Ungewollt, würde ich sagen. Also, ja, Revolverheld Jack. Ich sage, Nobody? Mein Name ist Nobody. Aber der ist nicht von 73, oder? Mein Name ist Nobody. Jetzt ist die Frage, weil wir es beide wussten. Nee, du hast Nobody, du hast den korrekten Filmtitel gesagt, sagen wir mal so. Kriege ich jetzt einen Punkt? Oder kriegen wir beide einen? Weil du hast es ja auch gewusst. Ja, aber ich habe nur Nobody gerufen. Dann nehme ich doch Nobody Punkt. Ist der Größte. Wäre es ja auch gewesen. Also wäre ja auch möglich gewesen. Ja. Aber. Nee, dann habe ich jetzt einen Punkt. Yep. Aber ich bin nicht ganz zufrieden damit, weil du es auch wusstest. Okay. In diesem Film aus dem Marvel Cinematic Universe hat Stan Lee einen Cameo-Beauftritt als Busfahrer. Oh, welcher ist es? Ja, eben, welcher ist es denn? Wo ist er denn da als Busfahrer? Die kann ich auch nicht mehr auseinanderhalten. So, sollte ich einen zweiten Hinweis mal geben? Also, es sei denn, Gabi sagt, ist ja klar, der Busfahrer aus Iron Man. Also, zweiter Hinweis. Darsteller in diesem Film... Ich hab wirklich nur eine Chance, weil du wirst es sofort wissen, wenn du es weißt und ich nicht. Deswegen ist es eigentlich egal, ob ich jetzt einen falschen Tipp abgebe. Deswegen sage ich... Oh, und jetzt den richtig. Ich habe nicht eine Vermutung, was ist, wo es nahe liegt, wer es sein könnte, aber wenn du jetzt fieserweise den. Ich könnte natürlich einfach jetzt auch was Falsches sagen. Auf die Gefahr hin. Ich sage jetzt einfach mal. Aber es muss der korrekte Titel sein. Es reicht nicht einfach nur der Superheld. Ja, das stimmt schon. Gerade nach dem Nobel. Nee, ich sag noch nichts. Das tut mir leid. Das habe ich gebremst, ganz unnötig. Ich glaube, es könnte. Also ein Busfahrer, ne? Wo taucht ein Busfahrer auf? Wer fährt mit dem Bus? Eben, ich hätte jetzt auf Spider-Man 1 getippt. Spider-Man 1 ist aber nicht der korrekte Titel. Aber Spider-Man ist doch... The Amazing Spider-Man ist doch... Der heißt ja nicht... Der heißt doch einfach nur Spider-Man 1 mit Tobey Maguire. Das ist aber nicht aus dem MCU. Ach, das ist ja noch nicht mal Marvel. Das ist Marvel. Das aber ist nicht ist das nicht... MCU. Ah, okay. Das MCU umfasst alle Filme ab 2008 mit Iron Man, die sozusagen zusammenhängt. Ich habe trotzdem was Falsches gesagt. Die Sam Raimi... Ich versuche nur so ein bisschen nerdig zu klugscheißen. Das ist ziemlich gut. Sam Raimi-Filme sind ja quasi einfach nur Marvel-Filme, Spider-Man-Filme, die aber quasi jetzt durch... Den letzten Spider-Man-Film so ein bisschen mit ins Boot geholt worden. Ja, ja. Aber nicht MCU. MCU ist dieses Avengers-Ding. Mhm. Und da ist sozusagen nur der... Oh Gott, wie heißt denn das? Holland. Tom Holland. Der ist sozusagen der MCU-Spider-Man. Ah, nee, dann weiß ich es gleich dreimal nicht. Zweiter Hinweis. Wären die Herren denn soweit? Ja, ich habe jetzt aber schon einen Tipp abgegeben. Du bist jetzt dran. Darsteller in diesem Film aus dem Jahre 2018 sind unter anderem Chris Evans, Mark Ruffalo, Tom Holland, Josh Brolin und Chris Hemsworth. Gut, ne? Ja, in anderen... Ja, jeder Avengers-Film sein. Ich wollte sagen. Aber 2018. Ja. Aha, das ist ja relativ neu noch. Das ist ja... Wahrscheinlich Infinity. Willst du noch einen Hinweis? Kannst du ja. Avengers 3 Infinity War. Ja. Richtig? Ja, ist richtig. Toll. Kriegst einen Punkt. Danke. Next one. Okay.
Also, erster Hinweis. Dieser Film aus dem Jahre 2017 hat eine Spieldauer von 135 Minuten und trägt einen sehr kurzen Titel. 2017? Jep. Ein sehr kurzer Titel? Jep. Naja. Ich brauche einen zweiten Hinweis. Das reicht. Soll ich euch noch einen geben? Bitte, einen zweiten Hinweis. Also, der ist wahrscheinlich aber ziemlich einfach. Oh. Die titelgebende Figur in diesem Film wird von dem schwedischen Schauspieler Bill Istvan Günther Skarsgård dargestellt. Es? Ja. Oh, es ist Es. Ich dachte jetzt gerade von ihm, warum soll denn der Name, bis der Skarsgård kam? Ja. Also, eine Hauptfigur in diesem Film heißt Marco Ramiro. Ramius. Marco Ramius. Ramius oder? Ramius. Ramius. Marco Ramius. Es klingelt sofort was, aber. Okay, nee, ich weiß es nicht. Zweiter Hinweis. Okay. Diese Tom Clancy-Verfilmung aus dem Jahre 1990 hat eine Spieldauer von 129 Minuten. Warte, ich. Also 90, das Kartell. Aber das ist der zweite Hinweis jetzt gewesen. Ich habe den ersten schon wieder vergessen. Marco Ramius, das Kartell. Mhm. Da bist du dran. Den nächsten? Tom Clancy. Der, aber ist nicht das Kartell Obst von Tom Clancy? Ist auch. Dann ist es Stunde der Patrioten. Mhm. Sind wir beide wieder drin? Sind wir beide wieder drin? Wunderbar. Zu den Darstellern in diesem Film gehören Tim Curry, Alec Baldwin und Sam Neill. Die erwähnte Hauptfigur wird von Sean Connery dargestellt. Boah. Jagd auf Roter Oktober? Nee. Doch. Oh. Jagd auf Roter Oktober. Ja. Jetzt musst du übernehmen. Immer ein Hinweis. Ich komme gleich wieder zurück. Hallo, da ist der Basti. Du liest den ersten Hinweis vor und dann entweder wissen wir es oder wir sagen, lies einen weiter vor. Es gibt vier Hinweise. Wer zuerst anhand der Hinweise den Film erkennt. Dieser Film ist aus Film aus dem Jahre 2013 basiert auf den Memoiren von Jordan Belfort. Jordan Belfort? Sagt dir Jordan Belfort was? Ja, aber irgendwie auch gar nicht. 2013. Nächster Hinweis. Belfort begann seine Karriere als Börsenmakler in den späteren 80ern. Jagen. Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Beim nächsten Mal nicht laut vorlesen, die Lösung, sondern nur erstmal gucken, ob das stimmt, was Gabi gesagt hat oder ich. Weil dann hätte, wenn es jetzt falsch gewesen wäre, hätte ich nochmal warten können. Okay. Sehr gut. Ich habe nach so einem Film jetzt, aber Wolf of Jordan Street. Jordan Belfort, genau. Das ist Wolf of Wall Street ist ein unabhängiger Film von dem Wall Street, ne? Ja. Ja, komplett unabhängig. Ja. Ist das auch eine. Scorsese, glaube ich. Scorsese? Ja. Ja. Film Nummer 35. Diese Mysterie-Drama von David Lynch erschien im Jahre 2001. Mystery-Drama? Mulholland Drive. Jetzt müsstest du quasi dreimal hin und her, und aber jetzt nicht laut vorlesen. Mulholland Drive? Und sagen, ob das richtig ist oder falsch. Das ist richtig. Hey! Jetzt aber auch sagen können, es ist falsch. Jetzt kriegt der Gabi einen Punkt. Nein, ich krieg einen Punkt, weil es richtig drei. War. Jetzt ich hab drei. Drei, du hast vier. Nee, du hast auch drei. Film Nummer 36. Die Musik zu diesem Film aus dem Jahre 1988 ist von Randy Newman. Randy Newman, ja. 1988. Gibt es ja mehrere Filme. In dem Jahr. 88 war nicht so. 84, 85 war. Ja, aber Randy Newman? 88. Ich bräuchte noch einen zweiten Hinweis. Das ist mir noch nicht eingeengt genug. Hauptfigur in diesem Film ist Flick, ein Erfinder. Oh! Das ist, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Hättest du das auch gesagt? Ich hab überlegt. Erst für dich selber lesen? Nein. Das ist falsch? Okay, dann darfst du jetzt entweder was raten oder noch den nächsten Hinweis.
Nächsten Hinweis? Ja, mach mal. Wischt sich gerade. Ah, der Bösewicht ist in diesem Pixar-Animationsfilm heißt Hopper. 1988? Warte. Vielleicht ist es auch 1988. 1988. Echt krass. Pixar-Animationsfilm? Da steht 1988. Vielleicht ist das ein Druckfehler. Na, lass uns mal weiter gucken. Der vierte Hinweis? Ein Erfinderflick. Und wie heißt der? Hopper. Hopper. Weißt du es? Ich hab ja mal, musste ja bei Gabi. Oh, ich hätte eine Idee, was es ist. Aber das stimmt nicht, dass er dachte, es ist. Ich glaube auch, dass das nicht stimmt. Aber es vierter ist. Vierter Hinweis? Ja. Der Originaltitel dieses Films lautet A Bug's Life. A Bug's Life, Ernst. Nee, Quatsch. Das große Krabbeln. Oh. Ja, das große Krabbeln. Ja, das lassen wir zählen. Das ist aber nicht 1988. Nein. Aber es stand da. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich würde die Frage gern ehrlich gesagt wiederholen, weil ich jetzt auch ernst gesagt habe. Damit wäre ich eigentlich auch schon wieder raus und du hättest... Hätte ich auch, aber ich wäre bei Nobody und überhaupt das nicht. Das ist so. Mindestens also 1998 vielleicht noch. Da bin das ich noch hätte ich auch gerade gesagt, dass das einfach... Große Kabel 98, ja. Dass das einfach ein Druckfehler ist, sozusagen. Ja, das ist aber dann aber für einen Quiz sehr entscheidend. Ja. Weil ich dann natürlich... Ich habe aber... Es fühlt sich an wie Animation, aber... Film Nummer 37. Also das haben wir jetzt übersprungen quasi. Mhm. Ja, okay, gut. Zu Beginn dieses Films aus dem Jahre 1998 erleidet Bill einen Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt? Welches Jahr? 1998. Könnte sein, dass die Jahre vielleicht vertauscht wurden. Vielleicht. Denn du sagtest ja vielleicht auch... Das wäre aber blöd. Bill. Bill erleidet einen Herzinfarkt. 1998. Oh. Naja, ich müsste noch einen hören. Aber ist schon. Mhm. Ich habe schon sofort das Gefühl, irgendwas kenne ich. Den zweiten Hinweis? Ja, bitte. Dieser Film ist ein Remake des Original aus dem 1934, heißt Die Schwarze Majestät. Ich bin komplett von allem weggeht. 34, die Schwarze kenne ich überhaupt null. Ich brauche noch einen Hinweis. Ich auch. Okay, eine von Brad Pitt dargestellte Figur stirbt in einer der ersten Szenen dieses Films. Ach, natürlich. Es ist Rendezvous mit Joe Black. Guck mal. Es ist richtig! Nein, also Rendezvous, nicht Interview, habe ich gesagt. Oder Rendezvous. Du hast dann Rendezvous. Ja. Du hast erst genau. Interview mit einem Vampir, Rendezvous. Nein, ich war wegen Interview und Rendezvous. Film Nummer 38. Dieser Monsterfilm aus dem Jahre 2018 basiert auf einem Roman von Stevie Alton. Ein Monsterfilm von 2018. Wickelst du da? Er hat gerade eine Assoziation mit einem. Mac! Vielleicht! Vielleicht ist es Mac! Das ist richtig! Sorry. Witzigerweise! Ich habe Wikipedia-Informationen einfach so rauskopiert und reingemacht, steht basierend auf dem Roman von Alton. Das ist natürlich eigentlich jetzt Betrug. Ich dachte wegen der Jahreszahl. Ja. Aber das war natürlich jetzt fast schon geschummelt. Ist es geschummelt? Nein, es ist nicht geschummelt. Manchmal ist es ja auch trotzdem, nur, wir müssen ja heutiger Zeit auch einfach nur wissen, wo wir Wissen herkriegen, dem wir vertrauen können. Genau. Sorry. Wie mein Geschichtslehrer immer sagte, du musst nicht wissen, in welchem Jahr das war, du musst bloß wissen, wo du es nachschlagen kannst. Film Nummer 39. Nebendarsteller in diesem Film sind Jeremy Irons, Laurence Fischburne und Kevin Costner. Die sind alles Nebendarsteller.
Batman vs. Superman! Batman vs. Superman. Das ist richtig! In einem verdammten Rückblick sieht man, glaube ich, noch Kevin Costner als Vater, weil der erst in Man of Steel stirbt. Ach, der spielt den Vater? Jeremy Irons ist... ich hätte nämlich erst gesagt Man of Steel, weil Lawrence Fishburne ja diesen Chef von den Daily Planet spielt. Ich habe diesen... Aber Jeremy Irons ist halt der Butler von Batman. Ich habe den Film verdrängt. Ich fand ihn so schlecht. Ja, aber ich habe dir schon einen Punkt hingelegt. Dankeschön. Wie viele Filme? Noch einen. Jetzt ist das letzte. Es kann nämlich auch Gleichstand werden. Film Nummer 40. Bei dieser Biografie aus dem Jahre 1992 führt Richard Attenborough die Rede. Gandhi. Oh ja, das könnte Gandhi sein. Richard Attenborough. Nein. Was? Warum nicht? Oh, dann ist es Lawrence von Arabien. Nein. Auch nicht. Das ist aus dem Elter. Scheiße. Das ist die Chaplin. Oh. Ja, dann war es wahrscheinlich Chaplin. Ist auch Richard Attenborough. Okay, dann brauchen wir noch eine Frage. Du hättest es nicht lesen dürfen. Ist egal. Aber ist nicht, wir haben jetzt beide geraten, ist ja wurscht. Wir machen noch eine. Ach, der Chaplin. Film Nummer 41. Das wusste ich nicht, dass das ja. Hat der so viel... In diesem Film aus dem Jahre 1997 hatte Wolfgang Petersen die Regie. 97? Der Sturm. Der Sturm. Aber nicht laut sagen, nur lesen, ob es stimmt. Nein. Petersen 1997. Jetzt kostet er es aus. Dann möchte ich bitte den zweiten Hinweis hören. Der Sturm ist nicht so ein Alter. Glenn Close spielt in diesem Film die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Glenn Close spielt die Vizepräsidentin in einem Wolfgang Petersen Film aus dem Jahre 1997. Hä? Ja, ich kann einfach noch einen Hinweis hören, oder? Der Entführer des Präsidenten spielt Gary Oldman. Na komm schon, Jungs. Och, ja. Na komm schon. Ja. Das wisst ihr. Ich weiß es. Ich habe nur ganz Angst, dass ich den Falschen sage. Ich würde sagen, es ist, und lacht mich nicht aus, es ist Air Force One. Hätte ich auch gesagt. Das ist richtig. Dann haben wir Gleichstand. Und dabei belassen wir es. Ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl. Wir sind einfach beide super. Ich hole mir jetzt meinen letzten Punkt. Yeah. Yippie. Ich finde, das war... Dankeschön, also ich hatte Spaß. Und trotzdem, danke, Basti. Dankeschön, Biene. Bitteschön. Hallo, Martin. Für die und die danke, Martin, für das Ablenken. Ja. Des geschätzten Kollegen. Ja. Was wollt ihr eigentlich? Ich kenne dich überhaupt nicht. Wer bist du? Der guckt mich auch ständig an. Ja, weil er mich doch nicht kennt. Ja. Ich muss einfach häufiger zu Besuch kommen. Dann kennst du mich oder guckst du mich nicht mehr an. Wollen wir uns noch verabschieden von unseren geschätzten drei Zuschauern? Ich finde schon. Oder? Ihr habt es verdient, dass wir euch auch gebührend verabschieden. Namentlich Tschüss sagen. Ja. Also, uns hat es wieder Freude gemacht. Ich hoffe, ihr habt uns ein bisschen vermisst gehabt. Vielleicht habt ihr schon vergessen, dass es uns gab. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und, nee? Nee. Okay. Wie findet Jason Momoa sexy? Mhm. Ach, guck mal an hier. Ja, der war auch nicht ohne der Pferde her, oder? Ja, ich finde ihn schon. Wenn er erstmal gelernt hat, dass er nicht nur einfach nehmen darf, was er so möchte, sondern ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der Frau achtet, dann war er richtig sympathisch. Ja, das ist schön. War schön, und mit schön seinem geflochtenen Bart und so. Oh. So, bevor das ausartet, jetzt ist Schluss. Tschüss, wir wollten eigentlich Tschüss sagen. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt lief die Kamera schon gar nicht mehr, aber am Ende, aber jetzt habe ich noch mal angemacht, ihr könnt euch noch was aussuchen, hier, was ihr noch gucken wollt. Der Gabi ist auch noch da. Ja, hier. Zu spät gemerkt. Ansonsten, tschüss. Wir haben jetzt immer in die falsche Kamera Tschüss gesagt, aber. Ja, dann sagen wir hier nochmal Tschüss. Tschüss.